Moin Moin und hallo zum MTV Game One Podcast Nummer Schieß mich tot. Uai. Teil 2 der GC, aber Podcast Nummer, lass mich raten, 5. Nee, es ist, glaube ich, Nummer 11 mittlerweile. Ja, na, Quatsch. Ich glaube, der Gregson hat heimlich ganz viele alleine gemacht. Du verwechselst da was. So viel haben wir doch gar nicht gehabt. Kopfkino, 2E3, das sind zusammen 3. Silent Hill, Metroid, 5. Metroid, Silent Hill, Phantasy Star. Phantasy Star, den habe ich gar nicht gehört. Da hat mich auch niemand eingeladen, obwohl ich Phantasy Star Online gespielt habe. Ja, das war auch sehr spontan an dem Tag. Aber gut. Komm, der Simon ist nicht da, wir machen schnell was. Genau, wenn er schon nicht da ist, nutzen wir die Gelegenheit endlich und dann haben wir mal einen sinnvollen Podcast. Aber zum Glück bin ich so selten auf der Arbeit. So oft meine ich. Nein, verdammt, jetzt habe ich alles versaut. Anna, jetzt zurück. Wieder haben wir eine richtig gute Anmoderation. Hier ist Gregors Podcast und er kommt jetzt. Danke sehr. Zurück zum Thema. Hier ist der MTV Game One Podcast zum Thema Gamescom, Teil Nummer 2. Sehr gut. Ich bin der Super. Gregor. Ich bin der Budi. Ich bin der Simon und bin ein bisschen müde. Tut mir leid. Aber dafür bin ich für Quatsch zu haben. Für Quatsch bist du immer zu haben. Genau, das wollen wir ja machen hier. Ja. Wer uns in der letzten Woche zugehört hat, da haben wir ja schon recht ausführlich gesprochen, was wir auf der diesjährigen Gamescom so alles gesehen haben an Spielen und anderen Sachen, die wir dort erlebt haben und sind natürlich in unserem Redeschwall und Cola-Getränke, was letzte Woche so alles passiert ist, nicht ganz dazu gekommen, alle Spiele dort unterzubringen. Besagte Colas haben auch den Grund, dass wir irgendwann aufhören mussten, weil es einfach irgendwann keinen Sinn mehr gemacht hätte. Und warum ist auch der Grund, warum wir heute sehr, sehr müde sind, immer noch. Genau, und vielleicht vermissen einige auch noch den lieben Wolf, der leider heute nicht unter uns weilen kann, weil der gerade das Bett hütet oder dem Porzellangott anbetet, eins von beiden wahrscheinlich gleichzeitig. Hoffentlich. Ja. Vielleicht sitzt er auch einfach nur daheim, fühlt sich großartig und zockt den ganzen Tag. Eben. Ja. Also, Wolf, wir denken an dich. Oder auch nicht. Hast du schön gesagt. Das hast du. Ja, und so ehrlich. Aber das Ziel heute ist es ja schon, die Spiele, die wir letztes Mal in Teil 1 nicht angesprochen haben, dieses Mal anzusprechen. Ne? Und zwar schneller, denn der Budi muss auch noch gehen in anderthalb Stunden. Das ist unfassbar. Genau. Also nicht gähnen, sondern gehen. Ach so, nee, das ja auch so. Ja, dementsprechend in der letzten Woche ist natürlich auch alles sehr querbeet gegangen, sehr durcheinander und so weiter und so fort. Wir werden mal ein bisschen versuchen, uns hier zusammenzuhalten. Ja gut, aber das war auch Wolfs Schuld, der immer zwischengeredet hat. Genau das. Ne? Also wir machen jetzt hier Sprachkultur, wir lassen die Leute ausreden, wenn die was zu sagen haben. Und das wird ein guter, entspannter Podcast mit viel Info und gepflegter Unterhaltung. Das schön. Langweilig. Das schön. Ich bin heute in Zerstörerstimmung. Ich meine, heute ich bin sehr destruktiv, muss ich dazu sagen. Sehr gut, sehr gut. Beste Voraussetzung. Sehr gut, große. Dann lass uns doch gleich einsteigen. Sag ich, Herr Kretschmer, was haben Sie recherchiert? Ich habe hier, teilweise kann ich die Themen nicht lesen, weil ich deine Schrift nicht lesen kann. Aber ich glaube, da steht Themen 2. Das heißt, der zweite Teil der Themen wahrscheinlich. Genau, genau. Und da steht als allererstes, da danke ich dir, Halo 3 ODST. Oh. Halo 3 ODST. Ja. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich habe ein Interview geführt auf der Gamescom mit den Entwicklern dort. Und ich habe auf der letzten Gamescom, also auf der Games Convention der letzten oder vorletzten, habe ich, glaube ich, 2 Stunden Interview auch mit diesem, weiß nicht, wie er heißt. Brian Gerard, der eine Typ wahrscheinlich. Ja, das könnte er gewesen sein. Ja. Aber auch ein ewig langes Interview und wir haben 2 Sätze davon genommen. Also wirklich, es war wirklich lächerlich. Irgendwann müssen wir es eigentlich mal hochstellen, aber es ist eigentlich Halo 3, ist halt nicht mehr neu. Ja, aber es war cool, 2 Stunden lang mit einem meiner Helden reden. Was meinst du gerade? So, eigentlich auch nicht schlecht, das mal retrospektiv zu sehen, sozusagen. Das Spiel ist draußen, jeder hat es schon gespielt eigentlich. Ist auch eine gute Art, um einfach alte Sachen, alten Käse hochstellen zu können. Genau, das meine ich so mehr. Ja, ist gut. Gefällt mir deine Gedankengänge. Ja, sehr gut. Ja, wir haben jetzt ja zum Glück die Möglichkeit, über GameOne.de unsere Interviews, die wir in der Sendung leider nicht alle platzieren können, innerhalb von 15 Minuten Sendezeit, dass wir dort dann noch dementsprechend was machen. Und ja, wir können ja das Halo-Interview nehmen und immer wenn er 3 sagt, machen wir halt ODST. Weißt du so, sprechen wir rein. Einfach so als Odyssey, fertig. What's great about Halo Odyssey? Ja, und dann erzähl mir doch mal ein bisschen was, weil ihr beide habt das ja gespielt, ne? Mhm. Auch wirklich richtig. Also ich hab's vor allem gut gespielt, also nicht so wie Budi jetzt. Also ich, um ehrlich zu sein, ich hab's leider gar nicht gespielt, aber ich saß in der Präsentation mit drin. Also als Simon nämlich
Spiel gespielt hat, saß ich, ich glaube, ich habe geschlafen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber oder ich habe gearbeitet, also eines von beidem. Ja, eines von beiden muss es wohl gewesen sein. Aber ich fange dann einfach mal an, von meinen Eindrücken irgendwie zu sprechen. Okay. Nachdem du gerade schon bestätigt hast, dass du eigentlich gar keine hast. Doch, wieso? Ich war in der Präsentation. Nein, du warst ja in der Präsentation, so, ach Gott, genau, destruktiv, hallo. Du bist so gemein. Nee, jetzt fang du doch an. Jetzt fang doch an. Okay. Lass mich doch nicht die Präsentation hat mir sehr gut gefallen. Einfach nur aus dem Grund, wenn man mit Simon zusammen lebt und mit ihm arbeitet, ist es immer sehr schwierig, eine, sagen wir, neutrale Perspektive auf so einen Titel, der Halo in seinem Namen trägt, hat. Weil du warst schon sehr, sagen wir, skeptisch zu dem Titel. Du bist im Vorfeld, hast ja auch wirklich gesagt, das, was man im Vorfeld gesehen hat, ne? Und warum hat der Features, die der Master Chief selber nicht hatte, das waren bei den ersten Trailern, die rauskamen. Wo übrigens jetzt die Entwickler zugeben, dass sie genau das geplant hatten für Halo 3, es dann aber nicht in die Story integriert haben und deswegen es nicht gemacht wurde. Ja, super. Ja, aber ich kann mich noch erinnern, dass viele Leute als Reaktion auf diesen Podcast damals gesagt haben, ja, du musst mal die Bücher lesen, alle, als ob es das besser machen würde. Das macht Sinn und der Master Chief braucht das alles gar nicht, wo ich halt weiterhin sage ihnen, naja, der Spieler ist aber nun mal nicht der Master Chief, sondern, weißt du, der Spieler ist der Spieler und der kann jede Art von visueller Hilfe gebrauchen, vor allem nachts. Ja. Also das zeigt nur, dass man es damals schon probiert hat für Halo 3, aber eben dann irgendwann, ach nö, machen wir für den nächsten Teil. Genau, so wie bei uns, wenn wir irgendeinen Gag nicht mehr unterbringen, ach, machen wir beim nächsten Mal. Ja, aber die Gefahr der Verwurstung war ja lange, also gut, mein Gott, wir haben das Spiel immer noch nicht gespielt, aber wir haben jetzt echt einen besseren Eindruck bekommen. Ja, du hast gespielt, du hast den Firefly-Modus gespielt, den würden wir gleich nochmal explizit ansprechen. Aber um den Faden wieder zu finden und weiterzuspinnen, ich war schon sehr beeindruckt, dann den Trailer, das Intro zu sehen, was natürlich nach klassischer Halo-Manier pompös war und dann aber auch sozusagen das Setting mitzubekommen. Und ich meine, so viel kann man jetzt schon sagen von dem, was wir gesehen haben, fernab von dem Firefly-Modus. Das ist eine Firefight. Sinnvolle Firefly, ich weiß. Wegen Nelson Fillin, der spricht einen der Typen und der ist in Firefly. Genau, deswegen ist da der Gedankensprung drin. Auf jeden Fall, sie haben schon eine sinnvolle Art und Weise gefunden, jetzt einen weiteren Halo-Titel reinzunehmen, ohne jetzt alles zu kopieren oder einfach nur in der Franchise-Ecke sozusagen stehen zu bleiben. Das bedeutet Open World, das heißt, man muss sehr viel investigieren, tief arbeiten, anders als es bei den Halo-Teilen vorher war, was ja eigentlich schon einen sehr, sehr klaren Storystrang hatte. Und bei ODST sieht es jetzt wirklich so aus, kaputte Welt, alles düster, alles dunkel und da muss man halt selber gucken, wo man eigentlich hinläuft. Und das war eigentlich schon so mit das, was mich am meisten bei der Präsentation beeindruckt hat. So, ich gebe mal weiter. Ja, okay, danke. Okay. Nehme ich gerne auf. Sehr gut. Ja. Oh, das ist so strukturiert hier, wow. Ja, aber diese Skepsis, die Budi dann vorhin angesprochen hat, das war auch etwas, was ich mir auch als Halo-Fremder, weil ich die Halo-Teile nicht wirklich gespielt habe, außer dem ersten damals, so ein bisschen begleitet. So, Halo 3 war damals natürlich, als es gekommen war, wirklich ein großes Ding, auch ein echt gutes Ding, aber es wurde seitdem ja wirklich eingeholt, überholt, besser gemacht, größer gemacht, ne? Also Leute spielen nicht umsonst immer noch Modern Warfare 1 und so weiter online. Dementsprechend musste Halo ja was wirklich Neues bieten und so auf den ersten Blick hätte ich jetzt auch gedacht, da ist noch nicht so viel da eigentlich. Ne? Oder ein Combat. Ja, also es ist wirklich eine Veränderung, also es sind viele Veränderungen, die zusammen aber wahrscheinlich schon ein ganz anderes Spiel ergeben werden als das, was man kennt. Das ist natürlich, also ich fasse einfach mal kurz zusammen, ganz klar, früher war man der Master Chief, der ist natürlich super stark, super schnell, all das, hat ein Schild. In Halo 1 gab es ja noch die Möglichkeit, Medipacks aufzusammeln, die dann quasi, man hatte sein Schild und seine Energie und beides war getrennt voneinander. Später wurde das ja dann zu einem großen Schild. Und so wie es früher war, ist es auch jetzt nur ohne Schild. Also man hat eine Lebensenergie, die geht natürlich weg und man kann nicht so weit springen, man kann nicht so hoch springen, man kann nicht, weiß ich gar nicht, was kann man eigentlich noch zwei, nicht? Ich meine, man kann keine zwei Waffen tragen. Ja, genau, was komisch ist eigentlich, aber gut, das soll mir recht sein, das habe ich eh ungern gemacht. Also man kann keine zwei Waffen gleichzeitig tragen, man kann halt viele Sachen nicht, die der Master Chief könnte. Die Story ist natürlich dadurch auch komplett anders, weil man ja ein Team spielt oder einen Teil des Teams spielt, in dem Fall den Rookie. Und dann ist auch noch eine Aufteilung zwischen diesen investigativen, wie du gerade meintest, Nacht-Film-Noir-mäßigen Szenen, wo man nachts in dieser verregneten Stadt New Mombasa rumrennt und eigentlich seine Kollegen sucht, beziehungsweise halt irgendwelche Hinweise, wo die denn sind. Weil man eben 6 Stunden nach dem verpatzten Launch seiner ODST-Pods, hängt man halt irgendwie, wacht man auf und merkt, oh shit, alles ist ohne mich gegangen. Und dann findet man immer Artefakte und das ist dann der Moment, wo ein anderer Teil des Spiels aktiv wird und da spielt man dann die Flashbacks der Leute, die das gemacht haben, was man gerade gefunden hat. Also man findet halt irgendwie eine Hülle von so Remote Explosives und dann spielt man eben einen der Soldaten, wie er die anbringt an der Brücke, damit die Covenant nicht durch können. Mhm. Also das ist dann so ein Mix
letztendlich einfach nur ein Kniff, um dieses Open World, was ja ein bisschen auch vielleicht ein bisschen anders ist als Halo und ein bisschen langweiliger sein könnte oder was anderes einfach, das dann aufzubrechen mit Sachen, die man schon kennt aus Halo, mhm. nämlich eine feste, stringente Missionsstruktur, ein Ziel und das spielt man halt dann mit seinen Kumpels so lange, bis es durch ist, die Mission und dann kommt man wieder zurück zum Rookie und erforscht quasi weiter alles. Also es gefällt mir eigentlich jetzt so in der Kombination und auch, was ich gesehen habe, sehr gut. Auch die Kämpfe machen echt Spaß. Also da hatte ich am meisten Angst, weil naja, da hat er diese kleine MG auch noch jetzt vorne mit Schalldämpfer und alles wirkt einfach nicht mehr so stark. Und das ist auch so. Man hat mit einem Brood schon weitaus mehr zu kämpfen als früher. Ist ganz klar, weil man auch ja eben nicht mehr einfach irgendwie bam, die eine Waffe leer macht, schnell die andere leer macht, noch eine Granate hinterher und dann den Ellbogen oder so, sondern man muss halt aufpassen. Man stirbt einfach viel schneller und dadurch kann man eben nicht so kämpfen wie mit dem Master Chief. Und das finde ich gut. Also da kann ich nur loben, dass das Spieldesign irgendwie Halo ist, aber dann eben auch was Neues bietet. Aber du wirst ja auch wahrscheinlich mir zustimmen, das ja gerade eben erwähnt, Modern Warfare und Co., so die ganzen Spiele, die wirklich gerne gezockt werden. Es sieht besser aus optisch, aber es ist immer noch kein Meilenstein. Also für die nächste Halo-Variante, Halo Reach, muss sowas von definitiv eine neue Engine her, sonst wird es echt optisch ein richtig mieses Spiel, weil die Engine einfach nichts mehr kann. Also die ist schon verbessert worden, man kann echt nicht meckern. So, es ist okay, läuft flüssig, ist ein guter Netzwerkcode wahrscheinlich wieder. Also es ist schon okay, also nur ich habe irgendwie dieses Halo, oh, ich will jetzt geile Optik und Settings und Szenarien, das Gefühl ist irgendwie weg, weil die Sachen mittlerweile auf jedem anderen Spiel einfach besser aussehen. Das sind einfach die Erwartungshaltung, die du natürlich an ein neues Halo dann immer hast, wenn es dann kommt und wenn du eigentlich bedenkst, also bis vor einiger Zeit stand jedenfalls in der Öffentlichkeit ja auch noch nicht fest, dass Halo ODST ein Vollpreistitel wird. Das hätten ja eigentlich, also ich habe es auch gedacht, dass es jetzt ein Download-Content ist. Ja, es war auch, glaube ich, sogar zeitweise so geplant. Na, und da könntest du es ja am ehesten verstehen, wenn sie dann auf der alten Technik aufbauen und da das dann machen. Aber wenn du jetzt einen 60€ Vollpreistitel hast, ne, und das auf einer Engine basiert, die eben Anfang 2007 so gut, noch gut war. Ne, aber ja, aber dann, auch schon da ziemlich ausgereizt so. Also für Halo 3 sah schon. Ich weiß gar nicht, wann kam Halo 3 raus? Doch, 2007? Doch Anfang 2007. Irgendwann. Aber ich weiß noch, dass wir damals noch ein bisschen enttäuscht waren, weil es einfach, es sah cooler aus als Halo 2, klar, das kann man ja auch erwarten, weil ja Xbox 1 spielt, aber es sah einfach im Vergleich schon damals mit den Titeln einfach nicht so beeindruckend aus. Es gab schon damals, Gears of War kam, glaube ich, kurz danach, wenn ich mich nicht irre, und das sah halt optisch einfach komplett anders aus. Kurz vorher, glaube ich, war es. Aber Gears of War kam vorher sogar? Gears of War kam so Ende 2006. Okay, nee, gut, dann ist ja noch deutlicher. Also das ist einfach die Engine an sich, die ist halt auf Weite ausgelegt und nicht auf Detailgrad. Aber man muss einfach eine finden für Halo, die beides kann. Da kann man eigentlich nur hoffen, dass die Story halt von ODST entsprechend so viel, in Anführungsstrichen, ja, ist. Ja, die ist super interessant. Die ist halt interessant. Und du hast es ja schon gerade angesprochen. Das heißt, so die Art und Weise, wie die Story dann vorangetrieben wird. Du hast sowohl diese Open-World-Fragmente und spielst eigentlich in rückwirkenden Flashback-Missionen halt dann die Story weiter voran. Und das ist ja nichts Besonderes in dem Sinne, aber es bietet vielleicht Möglichkeiten, wirklich so die gesamte Erzählstrecke von dir als Rookie schon so weit und so interessant und so variantenreich zu machen, dass man das halt in Anführungsstrichen auch Vollpreis und einen Vollpreistitel nennen kann. Ja, also es macht auf jeden Fall Sinn als Vollpreistitel. Es ist, glaube ich, einfach letztendlich größer geworden, als es gedacht war, und dann hat man irgendwann gesagt, okay, machen wir einen richtig dicken Titel draus. Und es funktioniert ja auch. Ich meine, es wird ja trotzdem gekauft. So. Genau, und ich meine, das, was man vom Stil vorher gesehen hat, also ganz kurz dazu nochmal im Intro, werden auch schon da wieder so die Parallel zu Nathan Phillips, der bei Firefly mit dabei ist. Ja, muss man wirklich mal an der Stelle erwähnen. Ja. Der coolste, wie nennt man ihn, Seriendarsteller, Badass-Darsteller. Es ist der Captain, Nathan Fillion, der Captain von allen. Einfach ja, also ich, unser Captain. Es ist auf jeden Fall so eine Art junger Bruce Campbell, also der neue Bruce Campbell sozusagen. Und der hat ja schon damals in Halo 3 einen Marine gespielt und jetzt spielt er eben auch so einen der ODST-Kumpel, die eben Veteranen sind, und er sieht nicht nur genauso aus wie Nathan Fillion, was ich sehr geil finde, weil das ist der erste Schritt in dieses Schauspieler, weißt du, nehmen ihr digitales Ich und verdienen damit Geld, und man selbst sieht die und freut sich, dass man die da sieht und so, also das ist super, er spricht cool, alles, was ich von ihm gehört habe, war sofort gut. Also das ist tatsächlich, ich meine, das ist lächerlich, aber für mich einer der Höhepunkte des Spiels, einfach mal ihn dann ab und zu mit ihm interagieren zu können und ein paar Sprüche zu hören, da freue ich mich tierisch drauf. Ja, es kann aber auch sein, entschuldige Gregson, aber es kann ja auch sein, und das meine ich, in dem Trailer tauchen schon verschiedene
Charaktere auf, die ebenfalls in den Trailer verschiedene Waffen an sich nehmen. Und das könnte halt sein, dass sozusagen verschiedene Gameplay-Elemente dadurch sozusagen etabliert werden. Ja, es ist so, du spielst immer den einen mit der jeweiligen Waffe, also genau. Du spielst hast immer eine Waffe dann neu. Genau, das heißt, du spezialisierst dich, die ODSTs sind ja dann im Sinne auch dann entsprechend aufgedröselt auf die jeweiligen Waffenklassen, keine Ahnung was. Und das ist halt schon mal so ein Fakt irgendwie, das heißt, im Verlauf des Spiels wird es darauf hinauslaufen. Vielleicht spielt man dann auch Kollege Nathan irgendwas. Ja, aber nee, ich will den gar nicht spielen, weil ich meine, dann habe ich ja keine Sprüche. Ich will den neben mir im Krieg haben und blöde Sprüche mir hören. Okay, weißt du, so 5 Sekunden bevor die Schlacht verloren ist, soll er mir noch erzählen, so ey, wir kommen hier raus. Warum? Weil wir so wahnsinnig, wahnsinnig hübsch sind. Und so. Also, ja, genau, der hat einfach die coolsten Sprüche drauf, Punkt aus Ende. Eben, also auch mir geht's ja genauso wie dir, sehr großer Fan von Nathan Fillion und ich habe ihn dann auch nicht nur bei Firefly eben verfolgt, sondern auch die anderen Sachen, die er gemacht hat. Ja, Slither, gell? Slither, großartig. Ja, ich weiß nicht, großartig. Die ist ein bisschen übertrieben vielleicht. So ein bisschen sehr 80er-Style Horror-Komödie, wer die nicht gesehen hat. Ich fand die echt witzig. Oder auch bei Buffy noch mitgespielt als großer Bösewicht, der Leuten die Augen ausdrückt. Schön. Groß. Na, am besten ist er allerdings, also was heißt am besten, sehr gut ist er auch hier bei Dr. Horrible Singalong, wo er Captain Hammer spielt. Genau, das sind alles Sachen von Joss Whedon, also der Buffy, Firefly, Dr. Horrible Macher und die haben ja so ein gewisses Gefühl voneinander für Dialog und ich glaube, das hat eben Nathan Fillion auch mitgenommen. Das hoffe ich, dass er das mitgenommen hat. Genau, ich habe mit den Entwicklern eben nochmal drüber gequatscht und die haben auch gesagt, die sind eben große Firefly-Fans und mit Nathan Fillion, dadurch, dass sie vorher mit ihm zusammengearbeitet haben, den haben sie auch für die Sessions dort eingeladen und vorher erstmal ordentlich Halo gezockt und er hat die sogar teilweise abgezogen, weil er das so viel gespielt hat. Lustig. Sehr gut. Na, lustig. Und es sind nicht nur übrigens von Firefly-Leute drin, es ist auch, ich glaube, Alan Tudyk, der Wash. Der heißt Alan Tudyk? Alan Tudyk, ja. Tudyk? Ja, heißt der Schauspieler. Nee, das ist, glaube ich, Wash, der Pilot von der Firefly. Der spielt dort, glaube ich, auch mit, wenn ich mich nicht irre, in der Sprechrolle. Und ein paar Leute von Battlestar Galactica sind auch dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob es... What's a frack? Zum Beispiel. What's a frack? Na, also schon... Ey, das ist ja tatsächlich, da habe ich ja jede einzelne Scheißserie und Film, die als Vorbild dienen könnte, gesehen. Also genau, also die dementsprechend auch. Und ich glaube, da freuen sich gerade Leute, die die Vorbilder kennen, umso mehr, wenn sie dann Halo ODST spielen. Ja, sicher. Also ich finde auch, die Machart ist... man kann ja ruhig auch mal... Ich meine, klar, in den Halo-Teilen ist der Master Chief der Star und überhaupt. Mhm. Aber der redet ja eh nicht viel und wenig und macht auch nicht unbedingt ständig Witze. Deswegen finde ich das ganz nett, dass man aufzudröseln auf die eher menschlichere Seite des Krieges, weil darum geht's ja eigentlich, sind ja alles Leute und Menschen und die haben ja auch keinen Bock eigentlich, sich zu verheizen, aber es geht ja nicht anders. Du hattest im größten Teil eben nur mit Supergestalten wie dem Master Chief zu tun und eben Aliens da, die du dann ja auch dementsprechend gesehen, gespielt oder sonst was gemacht hast und da nochmal eine andere Komponente da reinzubringen, weil das Halo-Universum wird und wird ja immer größer und immer umfangreicher, ne? Und für den Film, der irgendwann mal kommt, da haben sie noch genug Grundlage dann. Lass uns gar nicht mit dem Film anfangen. Nee, empfehle euch dazu mein District 9 Review. Da steht einiges über den Halo-Film drin. District 9 auf GameOne.de, sehr zu empfehlen. Ja. Lest es mal durch. Wolf ist jetzt leider nicht da, um auf seinen Artikel hinzuweisen. Nein, aber würde es genauso gut machen, wie ihr beiden es getan habt. Sehr gut. Ja. Gut, Halo ODST. Okay, ganz kurz noch. Firefight-Modus. Ja. Von dem habe ich mir am Anfang, ja, so ist sicher ein netter Modus, weil das ist ja wie Horde in anderen hierzulande, glaube ich, nicht veröffentlichten Spielen. Also es kommen einfach immer neue Gegnerhorden auf einen zu und man muss einfach nur überleben. Das Interessante beim ODST Firefight-Modus ist, dass man auch die Schädel irgendwann aktiviert kriegt. Das heißt... also zum Beispiel hast du plötzlich irgendwie nur noch, mir fallen jetzt keine ein, aber schlechte Waffen oder du hast irgendwie, also die haben ja eine Menge Schädel, von denen ich jetzt ja auch nicht weiß, wie die fungieren werden, aber zum Beispiel sowas wie, du kriegst nur Energie zurück, wenn du einen Gegner mit der Hand, also mit dem Ellbogen ausknockst. Das hat er zum Beispiel erklärt als Beispiel. Und diese Schädel von Halo sind wirklich super, also die machen das ganze Spiel plötzlich komplett anders. Und man weiß ja nie, was kommt und die werden halt random aktiviert und man kämpft währenddessen natürlich gegen immer größere Horden von Gegnern mit seinen 3 Kumpels, mit denen man dann Koop-mäßig spielt. Und es ist wirklich, das hat echt Spaß gemacht. Wir haben 10 Minuten gespielt und es war schon sehr spaßig und ich glaube, das wird natürlich damit zunehmender Taktik, wenn man den Level kennt und weiß, wo man stehen, was man machen muss und wenn man vor allem schon 30 Minuten spielt und die Horden immer härter werden, dann wird es richtig spannend. Und wenn dann der falsche Schädel kommt, dann sind alle wirklich am Kämpfen und ich glaube, das ist ein richtig geiler Modus. Da haben sie sich echt, finde ich, selbst mit übertroffen. Also sowas gab es bisher einfach im Halo-Universum noch nicht.
Können wir auf jeden Fall sehr gespannt sein, wenn es kommt. Ich glaube, es ist ja schon relativ bald da, irgendwie Ende September. Ja, es kommt bald, ja. Na, also da werden wir gleich sehen, ob wir richtig liegen und ob wir uns richtig drauf freuen können. Und wichtig auch bei der Version von Halo 3 ODST ist schon der Button im Hauptmenü, mit dem man die Beta zu Halo Reach runterladen kann, was tatsächlich dann auch funktionieren soll. Später mal, aber wann ist ja eh eine gute Frage, wann es da eine Beta gibt. Ja, haben wir schon eine gute Möglichkeit, um das schon mal ein bisschen mehr zu pushen, wenn es nötig ist. Ja, die machen das schon geschickt. Ja. Jetzt habe ich hier Borderlands stehen. Borderlands kurz, also ich glaube, da brauchen wir nicht so extrem reingehen. Wir haben ja auch schon viel. Wir haben es einerseits sehr groß in der Sendung und wir haben darüber hinaus bei GameOne.de noch das große Interview mit Randy Pitchford, Gründer von Gearbox, die das Spiel entwickelt haben. Also da, wenn ihr euch darüber informieren wollt, wir haben da schon recht viel drin, deshalb nur die kurze Variante. Ja, und ich wollte aber ganz kurz sagen, ich habe ich hab in unserem Forum gelesen. Maniac Forum, kann man sagen. Ich habe es wirklich nicht im Maniac Forum gelesen. Ich meinte gerade, ich habe das bei uns gelesen, dass viele Leute sich aufregen über die massenhafte Erwähnung dieser Waffen und wie die zustande kommen. Und vielleicht sollten wir darauf mal ein bisschen eingehen und das nochmal erklären, wie das funktioniert. Budi, mach das doch mal. Ja, es ist einfach nur ein bestimmtes Prinzip und ein bestimmtes System. Das heißt, im Hintergrund die Waffen setzen sich automatisch zusammen, Punkt. Das ist einfach so das Ding. Daraus ergibt sich halt eine unendliche Masse an eben verschiedenen Waffen. Und die kann man während des gesamten Spiels, werden die gedroppt von halt den Monstern oder man kann sie halt auffinden. Und das war, als wir das Probe gespielt haben, auch so ein bisschen das Ding. Wir sind uns nicht ganz sicher, wie sehr es inszeniert war. Aber plötzlich standen sie alle hinter uns, während wir gespielt haben, meinen, oh, diese Waffe kennen wir noch gar nicht und so weiter und so fort. Das ist ja wahnsinnig. Guck mal alle, was das für ein komischer Raketenwerfer mit explodierenden Granaten, die in irgendwelchen Spiralen fliegen ist. Ja, also es ist schon mehr als nur Waffe A mit Aufsatz B und Farbe C. Muss man auch sagen, ist schon ein bisschen mehr. Aber natürlich kann man nicht 16 Millionen Waffen bauen. Das macht ja auch keinen Sinn. Genau, also deswegen wird es ja generiert. Genau, es ist wirklich genau das Ding. Und das macht es meiner Meinung nach auch so in Anführungsstrichen banal, aber gleichzeitig auch so spaßig und so spannend eigentlich, weil, mein Gott, wie lange haben wir gespielt? Eine halbe Stunde? Vielleicht? Ja, eine halbe Stunde. Und ich hatte wirklich nur als Beispiel Granaten, die waren so unglaublich geil. Es war irgendwie ein Mix aus EMP, Granaten, Splitter, irgendwas, keine Ahnung. Ich habe einfach nur so eine dumme Granate geworfen und plötzlich war der gesamte Bildschirm, nicht nur meiner, sondern auch von euch, also wir haben jetzt zu viert Koop gespielt, komplett blau und weitere Explosionen in der Folge. Und das war großartig. Das war ein unglaublich gutes Gefühl und ich hatte aber auch nur, ich hätte mir, wenn ich wollte, halt die Spezifikationen der Granaten angucken können. Was sind das für Granaten und blödödö. Weil die sind halt schon, dadurch, dass sie halt automatisch generiert werden, haben sie halt immer wieder verschiedene Werte und Vor- und Nachteile, selbst wenn es so viele Millionen Waffen sind. Das konnte man da halt auch sehen. Es gibt halt genau wie bei jedem Rollenspiel halt Epic-Waffen und keine Ahnung, Hidden-Waffen. Genau, es gibt auch unterschiedliche Klassifizierungen der Waffen unter sich. Also man sieht halt schon an den Farben, die eine Waffe hat. Genau. Also an der Farbe, die der Text der Waffe hat, sieht man halt, okay, das ist jetzt hier irgendwie ein Epic-Item, das ist wichtig. Oder es ist nur eine gute Waffe oder es ist vielleicht auch eine Scheißwaffe. Also es geht weitaus mehr über diese Farbenvarianten heraus. Ja. Das Aussehen der Waffen ist da jetzt erstmal egal. Das zählt mit Sicherheit auch in diese 16 Millionen Rechnung mit rein, so verschiedene Parameter. Mhm. Aber was ich zum Beispiel cool fand, das waren wirklich auch die Munition an sich war unterschiedlich. Also ich habe zum Beispiel irgendwo eine Waffe gesehen, die so komische spiralförmige Kugellaufbahnen hatte. Also da ist nicht irgendwie der Schuss gerade herausgegangen, sondern die Kugel ist quasi so in die, also wie in, wie heißt es hier, Who Framed Roger Rabbit, weißt du, mit diesen intelligenten Knarren, die sie so ihren Gegner suchen, so, oh, da ist er lang, boom, super. Right? Und irgendwie so, die sind halt so in der Luft rumgeschwirrt und ich wusste gar nicht so genau, was sie jetzt eigentlich machen. Ja. Also es war schon so, dass man teilweise, glaube ich, erst rauskriegen muss, was eine Waffe wirklich bringt. Und das finde ich aber super interessant, weil es ist ja nun mal so, es sind unterschiedliche Gegner und unterschiedliche Waffen und dann muss man das aufeinander abstimmen und das ist ja der Spaß. Und ich glaube, das, was wir mitbekommen, es hat uns echt Spaß gemacht und es passt halt zu diesem Universum, weil Borderlands sich selber nicht so unbedingt ernst nimmt. Das ist alles ein bisschen lustiger gesetzt, auch die Quests. Mittlerweile. Früher von einem Jahr haben sie sich noch ziemlich ernst genommen. Aber das ist stimmt, auch gut so. Also wie gesagt, ist auch gut so und wie gesagt, deswegen nur diejenigen, die halt vielleicht maximal einen Trailer gesehen haben und sich jetzt darüber beschweren, warum, die kokettieren damit, dass sie so viele Waffen haben. Es ist ein System, es verkauft sich ja auch, ich meine, man muss ja dahinter blicken, natürlich brauchen die heutzutage ein Feature, um sich zu verkaufen. Also das ist halt das Ding, und da ist es, wir wollen das Thema ja gar nicht so breit machen, aber da ist das Thema für mich einfach vierfach Koop,
Genau. Vierfach Koop in einem FPS, also einem First-Person-Shooter, der relativ schnell ist und nicht langsam ist, der Abwechslung bietet eben auch durch die Waffen, aber auch eben durch Vehicles, in die man direkt reinstarten kann, die man selber ebenfalls nochmal umbauen kann. Das heißt, man kann wählen, will ich da eine Laserkanone drauf haben oder will ich eine Chaingun drauf haben? Und so all die ganzen Geschichten. Und das, was wir gesehen haben, was wir gespielt haben, das wechselt halt auch 1:1. Das heißt, ne, das ist halt das Ding. Du gehst zu viert in eine Art Open World und legst los. Und das fand ich halt so angenehm daran. Also ja, zwei Sachen würde ich dazu auch gerne sagen, bevor wir dann gerne auch zum Ende kommen. Und zwar habe ich auch zufälligerweise unter dem Interview mit Randy gelesen, dass halt Leute sie fragen, ist das denn überhaupt Rollenspiel und was hat das denn mit Diablo zu tun? Und da kann man vielleicht mal aufklären. Klar, dieses Man erledigt Gegner und die lassen random Waffen fallen, die einen stärker und besser machen und es gibt viele davon, das ist ja typisch Diablo, aber es hat ja auch sonst diese RPG-Elemente, es hat ja diese Möglichkeit, man hat ja die Möglichkeit mit seinen Erfahrungswerten sich größer, stärker, besser zu machen, also das typische RPG-Elemente plus, man hat, hab ich zum Beispiel gesehen, als ich drauf geachtet habe, man hat auch 4 Slots für Waffen statt 2, also wir haben mit 2 gespielt, aber es waren noch 2 verschlossene quasi übrig. Ich denke mal, entweder sind es andere Waffen oder man kann da eben noch weitere Waffen mittragen. Das sind dann typische Werte, die sich steigern, wenn man eben lange spielt. Genau, und ich meine, also wie gesagt, das ist einfach, ich habe mir die Struktur sozusagen, lass uns Tech-Tree nennen einfach, ja, ne? Ja. Wir haben mir das angeguckt und es war jetzt natürlich bei weitem nicht so ausgereift wie jetzt die aktuellen oder die Hardcore-RPGs. Aber das muss es auch gar nicht sein. Das, was ich gesehen habe, jeder Charakter, es gibt 4 verschiedene Charaktere sozusagen, die haben auch nochmal neue Fähigkeiten. Und die Fähigkeiten lassen sich auch einzeln, kann man frei wählen. Und da sind dann so welche Sachen wie Stealth-Aktionen mit dabei. Oder keine Ahnung, du kriegst ein neues Schild oder hast eine bestimmte Zeit Unverwundbarkeit. Und all die ganzen Geschichten, die halt in, sagen wir, ganz klassischen RPGs immer auftauchen. Die Farbkodierungen sind übernommen aus Diablo. Da meint der Entwickler auch, warum was Neues machen, wenn es doch gut ist. Und das ist, ne, das ist die Philosophie dahinter. Also ich glaube schon, dass es ein sagen wir, sinnvollen RPG-Anteil hat, einen sehr hohen RPG-Anteil, höher als ich ihn zum Beispiel erwartet hätte. Und das freut mich halt einfach. Also ich hatte ihn, also Randy, als ich das Interview gemacht habe, auch eben direkt mal danach gefragt, weil wir haben ja alle letztes Jahr Fallout 3 gespielt, ne? Und Fallout war ja schon ein bisschen was in ihr, das war ja RPG mit Shooter-Elementen, sagen wir es mal so. Du hattest ja natürlich diese Shooter-Engine, aber die war ja natürlich durch das VAT-System war nicht wirklich Shooter, also dort. Und ich habe ihn nochmal explizit gefragt eben, okay, wie sieht die Mischung jetzt dort bei Borderlands aus? Und er hat mir auch gesagt, primär ist Borderlands eben ein Shooter. Ne? Das Shooter-Element, das Schießen, das Ballern liegt im Vordergrund, aber natürlich Fallout primär ein RPG ist. Genau, ne? Also sozusagen, wenn du dann die Nadel hast zwischen RPG und Shooter, bei Fallout ist sie wirklich sehr nah dran an RPG mit ein bisschen Shooter, bei Borderlands scheint sie eben in die andere Richtung auszuschlagen, nur dass da die RPG-Elemente, was natürlich sehr vorherrschend ist, mittlerweile in allen Genres, dort immer ausgeprägt sind, was natürlich auch immer eine ganz nette Sache ist. Ich wollte noch ganz kurz was sagen, ich hoffe, dass es nicht so ist, aber ich glaube schon, dass, sagen wir, Story und ne, sagen wir, atmosphärisch geleitete Story-Stränge, dass sie in Borderlands ein bisschen flach fallen. Was ich aber auch okay finde, weil für einen Shooter, man kann sich duellieren und so weiter und so fort. Ich glaube schon, dass es eher ein schnelles Spiel wird, was aber Spaß ist, ein bisschen Left 4 Dead-Charakter. Das heißt, es gibt eine bestimmte Mission, man ist zu viert unterwegs, jeder hat seine Fähigkeiten, man steigert sich damit. Ja, aber größer und länger. Absolut, und wirklich klar. Eine Menge, also ein bisschen mehr als Left 4 Dead, was ja dann eher winzig ist im Vergleich. Eben, ja, das ist klar. Aber ich wollte nur sagen, so, ich glaube bei weitem nicht, und das wäre auch viel zu überraschend, dass irgendwelche Fallout, ne, sagen wir, Ausmaße bekommt. Ja, deswegen. Aber das ist klar, ich wollte es ja nur noch mal erwähnen. Ja. Mein Gott, ich brauche mich nicht so böse angucken. Ja, wir sind ja echt, immerhin schon bei Spiel 2. Immerhin, ja. Ich würde sagen, bevor wir zum nächsten Spiel, kurze Pause. So, da sind wir wieder aus der Pause zurück. Wir machen gleich weiter mit den nächsten Sachen. Was haben wir denn sonst noch auf dem Schirm, mein lieber Simon? Ich habe hier eine gewisse Rangliste erstellt. Ja. Wir fangen an mit einfach mal allen Shootern, die noch da sind. Und okay. Sehr gut. Was sollte da zuerst kommen, wenn nicht Call of Duty 4, Modern Warfare 2? Modern Warfare 2, jetzt wieder Call of Duty 4, nicht mehr nur Modern Warfare, wie es man angedacht war. Ja, es verkauft sich einfach besser mit Call of Duty 4, hat man gemerkt. Wer hätte das gedacht? Ja, man weiß es nicht. Ja, aber es zeigt ja auch irgendwie schon, auch wie dumm manche Leute sind. Also ich meine jetzt manche Gamer oder manche Käufer, weil ich meine, es ist doch scheißegal, ob das jetzt Call of Duty ist oder Call of Horst. Mhm. Hauptsache, das Spiel ist gut und das Spiel ist gut. Also sowohl Modern Warfare 1 ist saugut und das zweite wird, glaube ich, auch ziemlich gut. Da muss ich ja gestehen, dass ich bis auf ganz wenig Trailer-Material original noch nichts gesehen habe. Auch auf der Gamescom nicht. Ja. Hat mich auch sehr geärgert, weil ich wollte immer schön
in den Modern Warfare 2 Stand rein und mal selber anspielen. Aber ja, es ging nicht. Es ging einfach nicht. Ich kam auch nicht rein. Also ich kam zeitlich auch nicht rein, ja, wie du, und weiß auch gar nicht, ob man da überhaupt anspielen konnte oder ob es nur Trailer zu sehen gab. Also ich weiß, dass es im Business Stand möglich war, auf jeden Fall auch anzuspielen. Im Business Stand? Da war ich aber auch und da konnte ich nicht anspielen. Echt jetzt? Ja, es gab halt Vorführungen, klar. Ja. Also die gab es. Aber das war ja die berühmte 1 Minute 47 Vorführung, wo mir halt so eine von diesen Bonusmissionen gezeigt wurde. Ja. Und die geht halt nicht länger. Ja. Aber ich muss zugeben, auch die hat mir schon gefallen. Also ich meine, da braucht es nicht mehr viel, um mich zu überzeugen, dass das ein geiles Spiel wird, weil die müssen einfach nur den zweiten Teil, den ersten Teil optisch anders machen und schon ist es ein guter Titel. Also man hat es ja, also wir haben ja bei Halo kurz drüber gesprochen, Modern Warfare kam ja der erste Teil kurz danach raus und ist essentiell eigentlich ein Spiel, was heute noch wie blöde gespielt wird. Auf der Box, auf der PS3, ich glaube, ich habe zuletzt die Zahlen gesehen, 14 Millionen Exemplare wurden verkauft und es spielen teilweise so viele Leute wie World of Warcraft dann spielen online. Das ist natürlich ein Testament dafür, wie gut das Spiel eben durchdacht war und wie gut es funktioniert hat im Online, ne? Und wenn jetzt... Ja, vor allem immer noch funktioniert. Ich meine, warum sollte sich jemand das nächste Call of Duty kaufen? Also nicht das jetzt, sondern das... welcher war das jetzt? 5? World at War. Ne? World at War, genau. Warum sollte jemand World at War kaufen von einem schlechteren Entwickler, der den Multiplayer-Modus auch bei weitem nicht so gut verstanden hat wie hier? Das macht ja alles keinen Sinn so. Ich meine, das Spiel sieht immer noch top aus, also mehr als top. Und ich wüsste nicht, das kann nur Modern Warfare 2 sein, das ihm den Titel streitig macht. Was anderes kann ich mir da kaum vorstellen. Mhm. Außer vielleicht Bad Company 2, aber das ist wiederum auch eine ganz andere Nummer. Bad Company ist auch, ja, ist philosophisch einfach wieder was komplett anderes vom Spieler. Auch wenn ich mich da tierisch drauf freue, habe ich leider auch nicht sehen können. Braucht ihr hier nicht erwarten, wir haben leider nichts dazu gesehen, auch wenn wir bei EA waren und das sogar hätten spielen können, aber wir haben es einfach nicht geschafft. Ja, das ist ein Trauerspiel. Das ist echt schade, weil vor allem das ist ja auch ein Ding, was mich Leute dann gefragt haben. Hey, hast du schon was über Bad Company 2 dort gesehen? Ja. Musst du sagen, leider hatte ich keine Zeit, hab's nicht mitbekommen. Also man sieht, das hat sich auch eine echt große Fangemeinde aufgebaut. Ja, zu Recht. Ja, also schon. Ich meine, da können wir auch Lieder von singen. Also das ist ja das wenn's, Ding. Wenn es soweit ist, machen du, wir das nee, auch. Du hast keine Fangemeinde. Nein, Bad Company habe ich aber gespielt, das reicht. Gedankensprung. Ja, aber sonst berichte doch mal von den 1.47. Ich meine, wir haben es ja auch kurz in der Sendung angesprochen, aber... Stellt euch vor, hier dieser Level aus The Rock, wo sie in die Duschen quasi von unten einbrechen, weißt du, und dann niedergemetzelt werden. Das ist exakt der Level und man kämpfte da zu zweit, also er kämpfte alleine, aber es hieß, man kann das auch im Koop spielen, darum geht's ja jetzt irgendwie bei diesen neuen Missionen, sind ganz viele davon, alles so kleine Challenge-Missionen, die man eben zu viert oder so auf Zeit spielen kann, wobei ich mir nicht sicher bin, ob man wirklich zu viert spielen kann oder nur zu zweit, muss man nochmal gucken. Und ja, es fing an, die haben die Wand aufgebrochen, dann war dahinter diese Duschräume und dann kamen schon die ersten Gegner mit so Schildern, mit diesen Polizei-Glasfaserschildern, die halt schwer kaputt gehen. Da musste er sie dann ausspielen und von der Seite kommen und was weiß ich. Also es war wirklich spannend, sah unglaublich gut aus, es war flüssig, es waren locker ein Dutzend Gegner so auf dem Screen und trotzdem keinerlei Ruckeln oder so. Also ich war echt beeindruckt, wie gut das alles aussieht. Klar, ist ja auch eine kleine, winzige Mission. Also da kann man ja die ganze Performance in die Optik auch stecken von diesen zwei Räumen. Deswegen ist das im Grunde gar nicht so beeindruckend. Aber es sieht nun mal gut aus, was soll man sagen. Ja. Und dann hat er auch irgendwie einem das Schild abgenommen und selbst benutzt und ist dann so in der Deckung quasi zum Ausgang gerannt. Und es war sehr cool. Also da kann ich natürlich jetzt nur mutmaßen, wie sich das fertige Spiel spielt. Ein paar Leute sagen, dass dieser Schneelevel, den es zu spielen gab aus dem Singleplayer-Modus, also vor einer Weile zu spielen gab, dass der nicht so schön aussieht. Kann ich jetzt nichts zu sagen. Mir ist es eigentlich im Grunde wurscht. Das wird toll aussehen, es wird sich toll spielen. Ja, das auf jeden Fall. Und ich meine, das ganze Gehampel um Grafik alt oder die Auflösung ist gering, das sind wirklich so... Ja, ob jetzt ein Level hässlich ist oder nicht, ist mir wurscht. Als ich die Trailer gesehen habe, ich mag eigentlich keine Shooter, aber die sehen nun mal geil aus. Ne? Die wissen eben, wie man sowas inszenieren kann, wie sowas einfach richtig gut Wumms macht. Ja, es gibt auch in Modern Warfare 1 schon so ein paar Momente, die sind einfach so cool. Ja. Also es gibt welche, die sind hart, da haben wir auch schon drüber geredet in unserem Bericht, aber es gibt auch welche, da merkt man einfach, okay, die haben schon eine Ahnung,
was sie hier abfeiern wollen. Das soll schon irgendwie wie ein cooler Kriegsfilm aus der Ego-Perspektive wirken. Mhm. Kann man jetzt davon halten, was man will, aber das ist auf jeden Fall die Intention dahinter und die das ist auch gut präsentiert. Also die Präsentation ist ja wirklich über jeden Zweifel haben von Modern Warfare. Ja. Also es kommt, soweit ich weiß, auch Ende des Jahres, ich glaube Ende November dann raus. Ja, zur besten Zeit wohl, damit man schön die Winterabende sich hier... Bis Dezember noch hochleveln kann auf Level 25. Genau, im Multiplayer-Modus. Wenn alle dann Zeit haben, dann bricht das Weihnachtsgewitter über einen zusammen. Oh. Gut, aber das zu Modern Warfare 2. Haben wir noch was? Sonst würde ich zum nächsten gehen. Ich streich das mal schnell weg. Ja, lass uns weitermachen. Wie gesagt, wir hoffen ja selber, wir versuchen die Leute auch zu bestechen, dass wir so früh möglich an eine Version rankommen. Hoffentlich. Mal gucken, wie kooperativ sie dabei sind. Ja, geht ja, hat ja einen Koop-Modus. Apropos Kooperation, wollte ich sagen. Das war ja eigentlich schon so das Hauptfeature bei fast allen Spielen, dass jetzt alle auf Koop gehen. Das haben wir im ersten Teil ja auch schon gesprochen. Ja, es ist so ein großer Trend eben, der sich jetzt nochmal extra niedergeschlagen hat. Ja, endlich. Weil alles hat Koop. Endlich, weil sie auch, ne, also jeder von uns hat darauf gewartet, irgendwie die Spiele dann auch wirklich mal schön Koop zu spielen. Und Lost Planet 2, um da jetzt mal die Überleitung zu bringen, bietet ja ebenfalls dieses Feature. Das heißt, dass du jetzt Koop große Missionen spielen kannst. Ja, große Missionen mit großen Gegnern. Das ist es. Und das haben wir gesehen. Das ist das, was wir von Lost Planet 2 gesehen haben. Ich habe noch ein bisschen weiter gesehen und ich würde vorschlagen, lass uns mal ganz kurz darüber schnacken, ne? Du bist doch schon längst dabei. Ja, stimmt, ne? Ja, ich wollte euch noch emotional mit hineinziehen. Ja, natürlich, dass wir einmal wieder kommen. Lost Planet, ich habe den zweiten jetzt nicht sehen können, aus Zeitgründen auf der GC. Ich habe den ersten gespielt ein bisschen und war ja ein relativ früher Titel damals auf Xbox und dann nochmal auf PS3, relativ. Es war wirklich einer der eheren, also der erste Titel, wo man überrascht war, wow, die kann ja richtig was, diese ganzen Effekte und ich weiß gar nicht, wie heißen die alle, diese Motion Blur und diese Sachen. Das war plötzlich zum ersten Mal so richtig eingebaut und es hat echt beeindruckt. Mhm. Eben, und das ist so das, wo die meisten Leute, denke ich mal, Lost Planet noch im Hinterkopf haben. Und seitdem ist natürlich auch jede Menge in dem Genre Third-Person-Action-Shooter und so weiter passiert. Also, Budi, du hast es ausführlicher gespielt, ne? Nein, also ich habe es ganz blöd gesagt, ich habe auch nur zugucken dürfen tatsächlich. Es gab den Public, also es gab in den öffentlichen Bereichen, gab es verschiedene Stationen, wo man spielen konnte. Da gab es eine große Mission zu spielen gegen einen unglaublich riesengroßen Wurm und mit unglaublich noch größeren, fetteren Waffen und portablen Raketenwerfern, also Waffen, die es in Teil 1 eben noch nicht gab. Mhm. Und da konnte man wirklich kooperativ zu viert halt gegen diesen fetten Wurm kämpfen. Genau das gleiche wie auch bei Teil 1. Du hattest eine Max, konntest da reinsteigen, musstest du aber nicht, konntest die Waffen montieren, abmontieren und so weiter und so fort. Das sah schon echt nach einer Menge Spaß aus irgendwie, weil das ist, mein Gott, das war ein unglaublich riesengroßer Wurm. Genauso wie bei Teil 1 musstest du eben auf die verschiedenen empfindlichen Stellen ballern, aber das sah einfach nach echt einer Menge Gefreckel aus. Also wirklich fette Raketenwerfer und ab die Post. Mhm. Was mich aber dann tatsächlich ein bisschen gefreut hat, was ich dann in der Präsentation gesehen habe, war das Setting. Das heißt, die Settings, die wechseln halt durch. Das heißt, weg von den, sagen wir, Indoor-Geschichten von Teil 1, die ja eigentlich so in Anführungsstrichen die einzige Abwechslung zu den Schneelandschaften waren, was ich gesehen habe, war eine absolut dichte Dschungellandschaft. Mhm. Und das hat mich dann wiederum gefreut, weil ich meine, dass das Gameplay von Lost Planet 2 hat sich meiner Meinung nach, also das, was ich gesehen habe, und nicht groß geändert, aber alleine dadurch, dass sie das, dass sie ein Level mit Dschungelatmosphäre verpackt haben. Mhm. Du hast ja auch den Greifer bei Lost Planet, ne? Und selbst bei Lost Planet 2 ebenfalls da. Und das war schon geil, weil du konntest da verschiedene Äste einfach anvisieren und konntest dann halt ranspringen, so ein bisschen wie bei Batman jetzt. So Batman, Bionic Commando und Crisis in einem. Ja, genau, in dem Sinne schon irgendwie. Und neues Charakterdesign von den Gegnern habe ich gesehen, das war alles ganz nett, aber es war auch unglaublich überladen, was ich da gesehen habe. Also war ein großer Mix, sah alles echt ganz fein aus. Man hat auch gesehen, derjenige, der gespielt hat, ich habe den Namen vergessen, der hat da echt ein paar ganz geile Moves drauf gehabt. Aber trotzdem, was auch in der Präsentation zu sehen war, ja, irgendwann ist er in irgendeine Ecke geraten und man hat nur irgendwelche Blätter gesehen und irgendwelche Gegner, die irgendwie noch in den letzten Frames, die noch sichtbar waren, rumgezuckelt sind und er ist dann abgekackt. Aber mein Gott, also wie gesagt, auch Lost Planet 2 müssen wir gucken, was wir da bekommen, aber so der erste Eindruck, Koop macht absolut Sinn, dass sie das jetzt reingepackt haben. Ist ja logisch, da brauchen wir auch nicht mehr weiter drüber zu reden. Und ich bin echt gespannt auf das Setting und auf sozusagen auf den Storystrang. Was ich nicht mehr brauche, ist Dschungel, aber das wird sich leider nicht vermeiden lassen. Es gibt nun mal nicht so viele unterschiedliche Settings auf dieser Erde. Ja. Und deswegen können wir uns auch nicht, wir sind glaube ich zu blöd, um uns neue eigene Sachen auszudenken. Deswegen müssen wir einfach die Sachen kopieren, die es hier gibt. Und das ist halt nur Eis, normal, Eis, Wüste, Dschungel. Dschungel würde ich gerne die
die Überleitung zum nächsten Titel basteln. Avatar. Avatar, ganz genau, ne, weil das, ich habe dabei, ihr habt's gespielt, ich habe dabei nur zugeguckt. Ne, ihr habt Avatar hinter verschlossenen Türen gespielt und dort endlich mal einen ersten Blick drauf bekommen, wie das Spiel aussehen kann, und da war Dschungel natürlich wieder voll die ganze Zeit über, oder? Ja, beides sieht schon so ein bisschen ähnlich aus. Gerade jetzt hier Lost Planet 2 und Avatar ist erschreckend ähnlich, weil natürlich, klar, jetzt ist beides Dschungel und beides sind so, ja, Soldaten, Armeen, die irgendwie auch in Mechs und mit Rüstungen und so und dicken Waffen und viel Action und alles ein bisschen, ja, sehr, sehr bunt und ein bisschen Fantasy auch. Das ist ja auch Avatar und genauso auch Lost Planet. Also beide ähneln sich schon stark, wobei Avatar natürlich sich auf den James Cameron Film bezieht, genau, wiederum die 3D-Technik in Kinos ganz groß voranbringen soll. Kann man irgendwann später mal in einem Kopfkino-Special über all das drauf eingehen. Nein. Aber im Grunde habe ich mich eigentlich freue ich mich selten auf so Filmspiele und auf so Geschichten wie, da kommt irgendwie das Spiel zu dem Film von dem tollen Regisseur, weil sowas wird ja immer Mist, bis auf Batman ist es immer Mist geworden. Aber Avatar war deswegen interessant, weil man noch nichts gesehen hatte vom Film. Stimmt, und deshalb zum ersten Mal gesehen hat, was überhaupt so vom Design her auf uns zukommt. Und das fand ich sehr interessant. Deswegen, sonst hätte ich mir das nie angeguckt, aber das fand ich sehr interessant, weil sieht man eben mal was, wie der Film sein wird. Genau, eben dieser große Hype, der um den Film gemacht wird, wo eben ein paar Leute schon mal eine 20-minütige Präsentation, irgendwie die ersten 20 Minuten sehen konnten, dass die einen Eindruck haben. Aber das, was ich vom Spiel gesehen habe, ist eben auch das Erste, was ich von Avatar gesehen habe. Und da siehst du eben nun mal, da waren solche Flugmaschinen, wie bei Alien 2 zum Beispiel. Genau, diese, die sehen ein bisschen aus wie Alien 2 und Halo gekreuzt. So. Genau, wo du schon merkst, dass da der Cameron-Einfluss schon da ist. Ne? Und das fand ich beeindruckend als Filmfan eben, ne? Wo du dann vom Film nichts gesehen hast. Aber aha, so wird das also sein, okay. Also James Cameron, wenn der Typ eine Sache wirklich richtig gut kann, ist es halt so ein technisches Set-Design hinkriegen. Also weißt du, so ein Style, der einfach in seiner Welt total glaubwürdig ist. Also es hat er bei Alien 2 wunderbar und so. Also, war ja, doch bei, zwei, oder? War doch bei, der zweite. Bei Aliens, genau. Ja, also wo er die Set-Zeichnungen, die es bis dahin gab, einfach zerrissen hat und eigene gemalt hat, was ich genial finde. Weil genau so muss das halt ein Regisseur machen. Ja. Und deswegen ist der Typ auch perfekt für so einen 3D-Film, weil er dann einfach den Scheiß ausprobiert, wirklich auch, ja. Und nicht nur so aller Final Destination, so, oh, und jetzt geht der Nagel ganz nah an die Augen der Zuschauer und dann zurück, so die Klassiker halt. Naja, auf jeden Fall ist Avatar, was kann man noch sagen? Man erobert diese Alien-Welt und kämpft gegen Aliens, die ja eigentlich keine Aliens sind, weil man selbst ja das Alien ist. Es ist ja eine andere Welt und die versuchen einen natürlich irgendwie darunter zu jagen und man selbst muss aber dahin, weil die Welt keine Rohstoffe mehr hat. Mhm. An sich eine sehr simple Story, möchte ich mal sagen, aber durch diesen Twist, dass man selbst der Böse ist mal, als Menschheit ist es vielleicht ganz interessant. Ich weiß nicht, wie das weitergeht. Also so, es sieht interessant aus. Man hat zwischendurch auch die Aliens gespielt. Also es gab sogar für den Wii, kommt eine Version raus von Avatar, die komplett mit den Aliens zu spielen ist. Und also man hat sich schon Gedanken gemacht, aber es sah cool aus, aber ich meine, ich weiß es nicht. Also ich kann da echt schwer was zu sagen. Also ich hab selber nur, ich glaube, 3 Minuten gespielt. Auf jeden Fall, in diesen 3 Minuten habe ich eben eines der Flugzeuge gesteuert und das war somit, glaube ich, die erste Mission. Ja, das ist direkt der Anfang. Du landest dann eigentlich und dann fängt das Spiel ja eigentlich erst an. Genau, so. Man fliegt erstmal sozusagen durch eine sehr, sehr abgefahrene Dschungellandschaft tatsächlich mit sehr tiefen Schluchten und alles sieht sehr, sehr... sah schon gut aus, mein Gott, also vom Design her. Nur mein Problem war, ich habe die ganze Zeit geballert und ich habe so komische Steingebilde kaputt geballert, die mir dann immer wieder auf den Kopf gefallen sind. Deswegen bin ich in den 3 Minuten, ich glaube, 6 Mal kaputt gegangen, weil ich einfach wissen wollte, es gibt Raketen, es gibt Maschinengewehr, baller alles ab und bin jedes Mal kaputt gegangen. Deswegen kann ich nicht so viel sagen und ich habe einen netten Eindruck gehabt von dem, was man bis dahin gesehen hat, aber es waren nur 3 Minuten leider. Ja, ich habe schon ein bisschen mehr gesehen in der Preso, da habe ich schon viel gesehen. Es ist nur wirklich ein Titel, wo es schwer zu sagen ist. Also da war noch, vieles war noch ein bisschen unfertig, wirkte es und es geht im Grunde halt schon so darum, dass du halt dir dieses Gebiet nach und nach erschließen musst und das eben nur schaffst, indem du so Portale quasi öffnest, also nicht Portale, sondern so elektronische Gadgets halt in den Boden rammst quasi und die einschaltest. Und da bist du dann auch so ein bisschen geschützt, weil die so die feindlichen Tiere so repellen, also so abstoßen. Wie so ein großer Mückenspray-Ding, weißt du so. Und also es ist echt, ich glaube, da kann noch einiges kommen. Das hängt natürlich stark von der Story des Films ab, was denn da überhaupt zukommt. Vielleicht ist man da ja gar nicht die ganze Zeit auf dem Planeten zum Beispiel.
Oder genau, man ist mal im All. Oder weißt du, man macht alles möglich. Ich weiß es nicht. Aber da müssen wir dementsprechend erstmal gucken. Wir hatten dieses Jahr eben gute Beispiele, was vernünftige Lizenzspiele angeht. Mit Batman aktuell. Batman. Mit der Riddick-Neuauflage, die nochmal gekommen ist, dass du jetzt nicht mehr gleich automatisch sagen kannst, Lizenzspiel kacke. Insbesondere wegen dem Cameron-Bonus, der dazu kommt. Und ja, auch die Entwickler kriegen das ja mittlerweile hin. Also auch die Entwickler wissen oder die Publisher wissen, okay, das ist ein Spiel, wo viele Leute erwarten, schon, weißt du, gelernt haben. Mhm. Das ist bestimmt scheiße. Und deswegen muss man eben vielleicht extra Zeit investieren, um es richtig gut zu machen. Und dann sind die Leute aber auch überrascht und kaufen es wahrscheinlich noch lieber. Ja. Also ich glaube schon, dass da so eine, das ist nicht nur, es ist keine Einbahnstraße. Mhm. So. Man kann da schon noch die Sympathien bei den Leuten zurückholen, wenn man es halt beweist, dass man es drauf hat als Entwickler. Ja, auf jeden Fall. Und den Leuten, den Entwicklern genug Zeit gibt als Publisher. Ist ja alles immer das Problem, genug Zeit. Und wenn man es halt sinnvoll macht, also wie gesagt, mein Gott, ein Wii-Titel jetzt irgendwie im Vorfeld auch nochmal groß hochzuloben, ist ja auch eine Sache, aber man geht es ja sinnvoll an, wenn man wirklich auf verschiedenen Plattformen dann oder in verschiedenen Teilen einfach dann auch die andere Perspektive aus Sicht der Ellen spielen kann. Ja, was aber wahrscheinlich wieder der Technik geschuldet ist, weil all diese ganzen Fluggeschichten, die du gerade erzählt hast, die kann man ja gar nicht auf dem Wii machen, so dass sie vielleicht ruckelfrei laufen. Also wenn schon ein Titel auf der Wii dann gemacht wird, besser als eine abgespeckte Variante, die du von der du nur 25% bekommst. Ja, lieber was Eigenes, das finde ich auch. Also da kann der Wii dann ja auch seine Stärken ausspielen, dann kann man es ja auch auf den Wii designen, das Spiel. Genau das. Finde ich schon vollkommen okay so eigentlich, dass es so gemacht wird. Ja gut, das zu Avatar, was... Red Dead Redemption. Red Dead Redemption. GTA-Western-Shooter-Mix basierend auf einem Spiel von Rockstar, Red Dead Revolver. Genau, was ein echt richtig gutes Spiel damals echt gewesen ist. Das ist so das Sergio Leone der Spiele, der Western-Spiele, weil es ist so schmutzig. Es ist schon fast irgendwann so ein bisschen surreal, weil die Gegner auch... irgendwann so fast clownmäßig verzerrt wirken. Mhm. Also so, die haben auch komische Gesichter und alles. Also sehr, sehr schmutzig und dreckig. Aber hat mir sehr gut gefallen damals. Eben auf, genau, und jetzt Red Dead Redemption. Wir hatten ja kürzlich in den letzten Monaten mit Call of Juarez, dem neuen Western-Spiel. Auch ein gutes Spiel, meiner Ansicht nach. Wenn auch sehr linear. Na, aber so in der Hinsicht, ich habe beide leider noch nicht so wirklich in Augenschein nehmen können. Aber ich freue mich wirklich auf Red Dead Redemption wesentlich mehr als auf Call of Juarez. Für mich persönlich. Warum? Vielleicht, weil du die Referenz hast. Also ich mag die alle Western-Spiele. Von den ersten beiden Teilen, ja. Ja, also ich freue mich auch sehr auf Red Dead Redemption, ganz klar. Ich meine, ich glaube, damals, als die PS3 angekündigt wurde, da gab es schon einen namenlosen Trailer zu irgendeinem Spiel, das halt aussah wie Red Dead 2. Und damals haben schon alle gesagt, so, oh, wenn das irgendwie Red Dead Redemption ist und so, das wäre voll geil. Mhm. Und jetzt nach 2,5 Jahren, 3 Jahren kommt es halt endlich. Also ich freue mich tatsächlich sehr drauf. Ich hätte auch nicht erwartet, dass zu so einem Spiel wie Red Dead Revolver, was ich glaube ich jetzt gar nicht so der Erfolg war kommerziell gesehen, dass dazu eben ein neuer Teil kommt. Ich freue mich da tierisch, weil Western-Spiele gibt es zu wenig. Und dieses GTA-Setting, diese Open World, dieses ganze robustere und so, und man kann überall hin und man sieht eine unglaublich schöne Welt vor sich. Das ist ja prädestiniert für Western. Ja. Ich meine, man hat noch offene Welten, man kann richtig geile Landschaften haben, da reitest du an irgendeinem See, während der Sonnenuntergang ist und du hast ein Gefecht und musst Planwagen beschützen. Also ich glaube, da kann man einfach so unglaublich viel machen, dass das perfekt ist, das ganze Setting zum Spieldesign. Eben, es bietet sich echt wirklich fantastisch an für so eine Geschichte. Ne? Und auf der Gamescom haben wir beide, Simon, wir hatten ja dann eine kleine Präsentation, allerdings mit einer veralteten Tech-Demo, was lustig ist, ne? Aber selbst diese veraltete Tech-Demo hat eigentlich schon gezeigt, wie das ganze Spiel aussehen könnte. Und das war halt wirklich so, das, was wir gesehen haben, war ein Aufeinandertreffen des Protagonisten mit ein paar anderen schießwürdigen Kollegen. Ja, es war eigentlich ein Gefangenenaustausch, der stattfinden sollte, der dann natürlich schief ging. Oh, auch das noch. Ja. Verdammt nochmal. Und dann war da noch ein Mädel, die wohl irgendwie wichtig ist, die gehängt wurde. Ah. Und man musste sich quasi durch die Stadt zu ihr hinkämpfen, während sie schon an dem Seil hing. Genau, und man musste halt Es gibt einen ganz guten, also die sind da auch nicht zimperlich so. Also kann man ruhig auch mal, die erhängen auch gerne einfach mal auf einer Games Convention Demo direkt irgendeine alte Lady oder so. Ja, alles für die Kinder. Also ja, alles dreckiger. Also, und dreckig ist okay, es passt auch zu Western. Es passt zu der Zeit, und wie gesagt, Red Dead Redemption findet jetzt zu der Zeit statt, wo in Anführungsstrichen die Hochzeit
des Cowboytums irgendwie eigentlich schon vorbei ist und die Industrialisierung bereits sozusagen vonstatten geht. Und sich auch so in die hintersten Gegenden genau. plötzlich die Bahn kommt und so Geschichten. Genau. Also das ist ja, da gibt es ja auch ganz viele Terence Hill und Bla Filme und ja, super. So Filme, die sich halt darüber beziehen, dass diese Romantik in diesem Moment gerade langsam dann so zurückgeht. So. Mhm. Es ist halt, man hat nicht mehr den wilden Westen vor sich und offene Welten und tausend Möglichkeiten, sondern der Staat kriegt einen plötzlich überall so und da Verdammt. Damit war dann halt dieses Kapitel Wilder Westen auch durch irgendwann. Aber da bin ich halt auch aber gespannt. Aber es ist halt schön, es ist eine schöne Stimmung auch für den Western. Ich wollte gerade sagen, da bin ich auch wirklich gespannt, was sie halt auch sagen, storytechnisch da halt rausziehen, weil es bietet halt eine ganz gute Vorlage, weil man selber will ja dann wahrscheinlich so ein bisschen der Badass sein und dann kommt die Industrialisierung und keine Ahnung, es geht sehr viel um was weiß ich, was man da für Geschichten halt rausziehen kann. Aber da kann man jetzt, das ist ein neuer Ansatz und mir gefällt es von der Idee einfach ganz gut, dass sie das Grundsetting so ein bisschen chronologisch halt nach hinten verschoben haben und da mal gucken, was jetzt für Geschichten, Missionen und so weiter und so fort daraus entstehen können. Was wir auch gesehen haben, war ein Pferd. Ja, Pferd, ein natürlich. Haus, ein Äffchen und ja, ein Pferd, das Pferd ja. war beeindruckend, das hat gewirrt. Es ist auf zwei Beine auf die Hinterbeine gestiegen ja. und im Sonnenschein, das hat er auch gut gemacht. Ja, aber im Vergleich zu Shadow of Colossus habe ich jetzt gar nicht so den großen Fortschritt gesehen. Also das mag natürlich sein, dass es wahrscheinlich viel besseres Pferd ist, sozusagen, als die anderen. Ja. Aber so den großen Unterschied, der ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Das ist ein gutes virtuelles Pferd. Ich hätte auch nicht gesagt, dass ich das mal sage, aber ja. Warum das, reden wir hier über Pferde? Ja, ich wollte es doch noch mal erwähnen. Ja, nein, du hast ja recht, ist ja auch wichtig. Ist ja wie die Autos bei GTA. Ich meine, da ist halt sonst nichts. Ja, jetzt hast du ja wahrscheinlich vielleicht eine Bahn oder so. Ja, das sollten wir denen empfehlen als Packungszitat. Das ist ein gutes virtuelles Pferd. Ist ein gutes, Simon Kretschmer. Mit einem guten Pferd. Ja, siehst du? Ja. Siehst du? Das wäre mal ein gutes Statement. Red Dead Redemption, keine Ahnung, wann das jetzt genau rauskommt. Dauert sicher noch, weil es sah alles noch sehr unfertig aus und die Jungs waren, denen war das fast peinlich, uns da so eine halbfertige Version zu zeigen. Und man muss sich das wirklich vorstellen, dass da kann man schwer Rückschlüsse ziehen darauf, wie das Spiel wird, weil man sieht, teilweise einfach funktioniert alles noch nicht so. Du siehst halt nur, okay, das ist der Level, da sollen dann wohl Gegner sein, die sollen wohl auch gut agieren, was sie jetzt noch nicht tun und irgendwie muss ich da zu Punkt A kommen, so. Also das ist alles, was man mitkriegt. Die Dialoge waren ja noch nicht mal fertig. Also man hatte noch nicht mal Dialoge. Also ja, und da gehen wir einfach weiter und warten drauf, bis wir da was kriegen. Genau, muss ich gerade sagen, ja. Und vielleicht, ich kurz überlegt, ob ich eine super coole Überleitung hinkriege. Doch, kriege ich. Und zwar... Ja, ich bin gespannt. So Stichwort Pferd. Ja, Stichwort Pferd. Gay Tony. Ich habe es nicht hingekriegt. Das tut mir leid. Ja, musste ich dir sogar helfen. Aber The Ballad of Gay Tony. Jetzt dürfen wir darüber reden, nachdem wir auf der Gamescom hoch und heilig versprechen mussten, noch nichts darüber zu sagen. Wir haben Ingame-Material davon gesehen von Ballad of Gay Tony. Mhm. Das heißt, dem vorerst letzten Episodenteil aus Liberty City. Mhm. Ob da noch mehr kommen wird, weiß man halt nicht. Aber das ist jetzt vorerst die letzte Story. Nee, ich glaube, er meinte, alles ist erzählt. Ja, genau, also es ist so vorerst, ne? Also wie gesagt, ob sie. Ja, ich glaube, da wird einfach dann nichts mehr kommen, sondern halt der neue Teil. Genau, so nach Nico Bellic und Johnny Klebitz halt jetzt sozusagen die Geschichte über Luis Lopez, der eben nicht, also man spielt nicht den Gay Tony, wie man das am Anfang. Auch wenn ich das so gerne gehabt hätte, ganz im Ernst. Ich hätte so gerne so diesen Schwulen, den man in GTA 4 einfach trifft. Ich habe vergessen, wie er gerade heißt. Ja, der Cousin von nochmal. Ja, der ist ja schon super. Der also weißt du, und die Vorstellung, so jemanden, so einen Weichling mal zu spielen, das wäre ja auch cool. Ja. Das wäre wirklich cool mal, oder? Ich meine, dann müsste man ja die Mission, die ganze Idee anders designen und das wäre ja auch mal was anderes. Aber gut, er ist ja nicht so gekommen, aber genau, schade. Aber das, was wir halt gesehen haben, Luis Lopez ist halt sozusagen der Handlanger von Gay Tony, dem Nachtclubbesitzer und so wie es bei Nachtclubbesitzern ist, der hat ein Monopol aufgebaut. Ja, der hat vor allem das Monopol auf die Hetero- und Homo-Bars. Genau. Der hat den coolsten Homo- und Hetero-Club und das macht ihn sehr glücklich. Und aber auch angreifbar für andere Mafia-Bosse. Und letztendlich, so viel zur Story haben wir noch nicht gehört, aber wir haben halt das Main Feature, was halt vom Gameplay, vom Spielerischen her kommt, und das haben wir halt gesehen, war der Fallschirm. Das heißt, der Fallschirm, der halt so in San Andreas schon so berühmt und beliebt war, der kommt halt jetzt wieder. Und wir haben halt eine Mission gesehen, die halt so ganz klassisch halt nur zwei Missionen haben wir gesehen. Wir haben zwei Missionen gesehen, aber eine Mission, die halt ganz klar für den Fallschirm gemacht ist und fliegt halt mit dem Hubschrauber los und dann muss man halt entsprechend von sehr Punkt weit genau oben landen. Genau, ja. Rausspringen, punktgenau landen, von oben in ein Gebäude eindringen und dann einen Kollegen halt entsprechend weich machen für etwaige Verhandlungen. Ja, genau, also man muss alles erschießen, was in diesem Stockwerk ist. Und ihn dann später aus dem Fenster rausdrücken. Genau, also das Tolle war, dass er eben, wir sind quasi eingebrochen in diesem Hochhaus, ja, also wirklich weit oben über der Stadt so und dann ist er irgendwie über Gänge natürlich dann in das Stockwerk, wo er hin musste. Da war irgendeine Werbeagentur, PR-Firma, irgend sowas, mit dem er Stress hatte. Da ist dann richtig Amok gelaufen. Das war auch, also wenn man entdeckt wurde, gingen unten auch Computer an und Alarm.
Also so Sachen habe ich bei GTA, glaube ich, bisher auch noch nicht gesehen. Bin ich mir gerade nicht sicher, ob es vielleicht doch irgendwelche Nebenmissionen gibt. Aber also es war wohl ein bisschen dynamischer gestaltet, die ganze Mission. Dann kamen dann auch Verstärkungen. Das hat ihn aber gar nicht interessiert. Er ist direkt, hat sich durchgekämpft bis zu dem Kollegen, den er erledigen sollte. Moment, nicht an die Tür. Sekunde. Bis zu dem Typen, den er erledigen sollte, und ist dann, als die Verstärkung kam, einfach aus dem Fenster gesprungen und eben, weißt du, mit dem Fallschirm runter. Ja. Mhm. Und wenn ich dran denke, wie so eine Mission bei GTA sonst gelaufen wäre, da wäre man halt vor Wut sauer geworden, weil man nicht runtergekommen wäre, weil die Treppe und überall sind Leute, und so ist halt echt besser. Ja, auf jeden Fall. Das war jetzt halt reinkommen. Ja, der steht vor der Tür. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Genau. Aber genau, wie du schon gesagt hast, ist ein Element jetzt mit dem Fallschirm, was du bei San Andreas schon gehabt hast. Und da hatte ich ja schon das Gefühl bei Lost and Damned, dass jetzt nach und nach Sachen aufgefüllt werden, die bei GTA 4, sagen wir nochmal, in den Hintergrund gedrängt wurden, wie das Motorradfahren, was eben nicht mehr so toll war im originalen GTA 4. Und jetzt eben, also ich kann mich noch an die San Andreas-Mission erinnern, wo du mit dem Fallschirm hochfliegst und du quasi auf ein anderes Flugzeug springst und das in der Luft entführst. Das war so eine typische GTA San Andreas Mission, die natürlich in dem Kontext bei GTA 4 nicht mehr reingepasst hat. Und wenn jetzt solche Sachen dazukommen, dann ist es eben ein Element, was viele noch ein bisschen vermisst haben in dem Universum, dass die Stadt endlich mal anfängt zu leben. Ich finde das ja gut, dass sie diese Settings machen, so, also diese unterschiedlichen. Und das ist halt auch genau die Richtung, in die sie hinwollen, das wurde uns auf jeden Fall gesagt. Und anhand der zweiten Mission, die sie dann live gespielt haben, konnte man das halt auch sehen. Ich meine, da war die Aufgabe, aus irgendeinem Grund möchte Gay Tony... Der Eismann ist ja wieder! Yay! Es ist wirklich unglaublich. Toll, es ist wirklich toll. In der zweiten Mission war es halt dann auch so, aus irgendwelchen Grund möchte Gay Tony einen Zugwaggon haben. Klar. Und das heißt, er schickt dich als Luis Lopez los und kapert mir doch so einen Zugabteil. Bitte. So, und das, was wir dann gesehen haben, ab auf den Zug, und dann halt musste ich nach vorne kämpfen. Es sind immer wieder Polizeihubschrauber gekommen, die fetten Militärhubschrauber, die dann versucht haben, dich da runter zu ballern. Da wurde ebenfalls eine neue Waffe vorgestellt, so eine Art Granite Launcher, der sehr wuchtig war, und dann hat man sich halt nach vorne gekämpft. Also man merkt schon, die Missionen werden alle jetzt richtig bescheuert. Also nochmal, die kriegen jetzt nochmal sozusagen dieses total Abgefahrene, was sie im Vorfeld halt nicht hatten oder nicht so wirklich hatten. Und ich glaube, eine Menge Leute, denen hat das halt bis dato einfach gefehlt, und das alleine macht Ballad of Gay Tony wahrscheinlich schon zu dem Besonderen, was sie halt in Teil 1 und 2, in Anführungsstrichen, die Kubelsch und Johnny Klebitz halt noch nicht geliefert haben. Mhm. So. Und es sah lustig aus. Und es sah lustig aus. Ja. Ich freue mich drauf. Ja, eine Sache noch ganz kurz. Sprinkleranlage habe ich vergessen zu erzählen. Das war wohl so, und das haben sie auch nochmal ganz toll irgendwie hingewiesen, ob das jetzt einen großen Mehrwert bietet oder nicht, keine Ahnung. Aber dadurch, dass man auf den Computer geschossen hat, ist so eine Art Kurzschluss gab, ist die Sprinkleranlage in diesem Hochhaus angegangen und dann lief halt Wasser. Das heißt, ne, du meintest, alles wirklich so ein bisschen dynamischer irgendwie, und es passierte mehr. Auch das, keine Ahnung, ob das wirklich jetzt effektiv da in Ballad of Gay Tony umgebaut wurde. Das heißt, dass die Welt nochmal, die Mission nochmal generell in sich geschlossen ein bisschen glaubwürdiger werden. Das, was man da gesehen hat, war nett. Also wie gesagt, könnte ein Hinweis sein, dass die Missionen in sich, wie gesagt, auch einfach ein bisschen detaillierter und liebevoller gestaltet wurden. Weiß man nicht. Ja, werden wir sehen dann, wenn es dementsprechend draußen ist. Ja. Ich würde sagen, lass uns nochmal, weil ich glaube, der liebe Budimann, der muss rechtzeitig los. Ja, das tut mir leid. Ja. Aber ein Spiel würde ich ganz gerne noch besprechen. Ein Spiel machen wir noch, bevor wir gehen. Jagen wir dich raus. Und zwar ist das ein Titel, den ich früher sehr, sehr toll fand, und ich hoffe, der kommt irgendwie überhaupt hierzulande raus. Alien vs. Predator. Das ist ein netter Titel, den wir in einer kleinen Präsentation gesehen haben, hier auf der Gamescom. Nicht hier auf der Gamescom, aber auf der Gamescom. Und hat schon sehr stark an, ja, was soll ich sagen, genau das erinnert, was halt früher damals mal rauskam auf dem PC sozusagen. Ne? Und was wir gesehen haben, war halt eine kleine Mission der Marines und eine Mission der Aliens. So. Und die Steuerung, wir haben eine Xbox-Version gesehen, und die haben schon sehr, sehr stark an dem Gameplay gefeilt. Weil, falls jemand sozusagen die alten Spiele kennt, einem ist schlecht geworden, wenn man es gespielt hat. Ja, Aliens hängen einfach gerne an der Decke und an den Wänden und sind halt sehr schnell, und dann haben die auch noch diese vergrößerte Sicht, wodurch du mehr Bandbreite hast vom Sehen her, und das ist einfach das ist prädestiniert zum Schlechtmachen. Also absolut. Das ist wie Descent, nur mit noch mehr Blickumfang. So. Diese Kombination eben, dass dort Marines, Aliens und die Predators, das heißt, die eigentlich vom Typ her grundverschieden eben agieren können, und diese Kombination ist ja das, was immer dann einen interessanten Mix ergeben hat, ne? Und der kommt ja jetzt hier nochmal umso besser zum Tragen. Ja. Genau, also halt die Marines sind die ganz normalen Ego-Shooter-Soldaten sozusagen, dann die Aliens sind halt so Tierwesen, klar, und sind halt schnell und können überall an der Decke und dies und das, und sind halt sehr gut im Nahkampf, aber halt nicht viel außen. Die Predatoren haben halt diese ganze Technik,
und können sich halt von Ast zu Ast schwingen wie Batman und können halt von da aus mit ihren Filtern und Fernwaffen, aber auch mit Speerwaffen und so aus der Nähe einfach, die sind eigentlich ziemlich, ich glaube, die Predators sind eigentlich ziemlich imbar. Ja, also so laut der Story müssten sie es eigentlich sein. Aber sie sind es wahrscheinlich dann natürlich nicht, weil irgendwie muss man es ja fair halten. Es muss ausbalanciert sein, ja genau. Also wie gesagt, wir haben auch nur Auszüge aus der Singleplayer-Mission gesehen und da, wie gesagt, es sind eigentlich nur Gameplay-Features, die interessant waren. Auch da sind sie ja so eingegangen, dass man als Alien nur als Beispiel verschiedene, sagen wir, Auswege aufgezeigt bekommt, sozusagen, wo man hineinflüchten kann. Das heißt, du musst gar nicht mehr komplett manuell irgendwelche komischen Luftschächte suchen. Man kann es, aber man kann sozusagen auch Rückzugspunkte sozusagen direkt per Knopfdruck anwählen und dann ist man halt raus. Mhm. So, das heißt, dem Gameplay und dem Spieler wird noch ein bisschen unter die Arme gegriffen, damit der ganze Flow von der Steuerung eines Aliens besser funktioniert. Mhm. Und daraufhin, das haben sie in der Preso gesagt, wollten sie auch darauf eingehen, weil das einfach für Spieler zu aufwendig werden würde, komplett. Mhm. Ja. Das ist sinnvoll, mal gucken, wie es wirklich ist. Wir haben selber halt, wie gesagt, nicht gespielt und auch der Multiplayer wurde nicht gezeigt und ich glaube, bei Alien vs. Predator, bei dem Titel, wird der Multiplayer ein sehr großer Bestandteil sein oder sollte es auf jeden Fall. Sollte es eben wirklich, also wenn du den Singleplayer machst, ne, dann gehst du natürlich, Singleplayer hat sich immer bei sowas definiert, wenn du in der Marine-Rolle vor allem gewesen bist, dass es wirklich ein sehr beklemmendes Ding war. Absolut, ne? Ja. Und ich meine, wenn das jetzt hier wieder repliziert werden kann im Singleplayer, wenn du wieder dieses Gefühl hast, plus den Multiplayer, der eben so abwechslungsreich sein kann, dann kann es eben ein wirklich mal ein anderes oder ein anderer Shooter werden, die nur, wo du das erlebt hast, nicht wie von jedem der anderen 4-5 Dutzend Shooter bekommst, die im Regal so stehen. Ja, so sieht's aus. Aber wie gesagt, auch das nur ein ganz kleiner Ausblick auf das, was wir halt auf der Gamescom gesehen haben. Zu Alien vs. Predator und ich muss mich jetzt leider verabschieden. Ich muss den Schuh machen. Herr Budimann. Ja, cool, dann streiche ich hier PS schon mal weg. Ja, das persönlich auch sehr. Ist das schlecht? Oh, PS, nein. Was hast du noch gesehen? Nee, das war's. Tatsunoko vs. Capcom, nee, Risen, Star Trek, MMO. Tatsunoko wenig kurz, was, ja. Ja, aber da kriegt man ja auch eine Menge Info schon auf Game.de. Ja, aber prinzipiell bin ich ja auch eher so, ich weiß ja über alles Bescheid. Ja, Star Trek, MMO kann ich auch weg. Ja, sag mal ganz kurz was zu Star Trek, MMO. Schon ganz, ganz klar gezielt eben auf alle Star Trek-Fans. Es war alles total detailliert und alles sehr, sehr auf ein paar Easter Eggs habe ich auch mitbekommen. Man kann sowohl auf Planeten spielen, so wie man es halt dann in Anführungsstrichen aus anderen MMOs kennt. Das heißt, du hast Außenmissionen, aber der Großteil eigentlich, das Ziel hinter Star Trek MMO war, dass man als Spieler sich schon fühlt wie sozusagen der wirkliche Commander. Das heißt, du hast dein eigenes Schiff und dein Raumschiff, das ist das, was sich verändert, wenn du draußen im All kämpfst. Das heißt, du hast wirklich diese epischen Schlachten im All, die wesentlich unepisch aussahen eigentlich. Gut, das war halt einfach ein riesengroßes All-Areal mit verschiedenen Planeten und Asteroiden und so weiter und so fort. Und dann kamen die Klingonen und du hast gegen die gekämpft und hast halt du hast verschiedene Bord-Commander, die verschiedene, sagen wir, RPG-Elemente haben, zum Beispiel bessere Torpedo-Attacken und so weiter und so fort. Und du kannst sozusagen deine eigenen Brücken-Commander, je nachdem, das ist dein Tech-Tree. Du kannst sie selber hochziehen und kannst ihnen sozusagen auch Werte vergeben. Okay, du spezialisierst dich auf Torpedo, auf Waffen, dann hast du nochmal einen Science-Typen, der, keine Ahnung was macht, auf Schildgeneratoren setzt. Und so wird dein Schiff letztendlich stärker. Mit dem Team, mit deinen Brückenkommandern, kannst du dann aber auch auf die Planetenmission starten. Und dann rennen sie als NPCs sozusagen, als deine Kollegen mit herum und sie haben dann sozusagen nochmal, sie kombinieren die Stärken halt sozusagen auf den Außenmissionen und halt oben im All. Und wie gesagt, ich fand's lustig, wir sind mit Red Shirts runtergegangen und eine Mission gesehen und sind halt direkt draufgegangen. Das sind halt so kleine Gadgets irgendwie, die fand ich ganz nett. Aber letztendlich, also ich glaube, das wird ein nettes Star Trek MMO, was halt mal so ein bisschen diese andere Variante aufgreift, nämlich wirklich ein Mix aus fette eigene Raumschiffe fliegen sozusagen und halt den Mix auf Außenmissionen zu gehen. Mhm. Aber die eine Außenmission, die wir gesehen haben, war super simpel, ganz ehrlich. Also das war einfach so, ja, hol XY von Planet XY, geh hin, das sind die Klingonen, abschießen, 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 heilen, heilen, heilen und wieder ab ins All. Das war's. Also ja, wie gesagt, klassische Farmerei, würde ich sagen. Aber mal gucken, was sie daraus entwickeln. Als Star Trek-Fan und nicht MMO-Fan kann ich sagen, mach da nicht was Großes draus, damit ich mich nicht so fühle, als ob ich was verpasse. Ja. Aber dementsprechend, apropos verpassen, dementsprechend, Sie müssen jetzt los, Herr Budimann. Genau, ich wollte noch sagen, apropos Torpedos und sowas, ne, Pro Evolution Soccer. Super Spiel mit sehr vielen Torpedos. Ich gehe jetzt. Dankeschön, tschüss. Okay. Danke, lieber Budi. Kann man hier rausschneiden. Danke dir nochmal, Budi. Wir sehen uns dann nächste Woche. Wir machen eine kleine kurze Pause, dann kehren wir im kuscheligen Tandem hier zurück und machen den Rest fertig. Bis gleich.
So, Budi ist ins Taxi verpackt und losgefahren mittlerweile. Hauptsache weg. Hauptsache weg. Hm, jetzt riecht es auf einmal hier auch schon wieder besser. Nicht mal so. Ja. Gut, wir machen weiter in der kuscheligen, vertrauten Zweierrunde jetzt hier und wir haben ja noch eine Handvoll Titel auf dem Zettel, die werden wir jetzt kurz nochmal bequatschen. Ja. Ich würde sagen, nachdem wir jetzt hier das große Shooter-Roundup gemacht haben, interessant, natürlich, da wird natürlich auch aber geballert. Aber es fehlen noch ein paar Shooter. Wollen wir vielleicht noch den einen Shooter schnell fertig machen, Uncharted 2? Da wollte ich nämlich gerade drauf hin. Ach so, hin. Ist auch ein Shooter. Ja, ist... ich dachte, okay, jetzt, Entschuldigung, dass ich den in deine Überleitung reingefaselt habe. Nee, jetzt ja nicht mehr so, habe ich den Eindruck. Ne? Weil, ja, ein bisschen schon. Das, ja. Das war bei Uncharted 1 ja etwas, wo ich es damals auch gespielt habe, wo jeder erwartet hat, das ist jetzt ein reiner Tomb Raider-Klon und so weiter. Ne? Aber du hast ja gesehen, da ist eigentlich zu einem sehr großen Anteil viele Shooter- und Ballereinlagen, die dann auf einmal auch wirklich lang und extensiv und anstrengend und so weiter waren und das natürlich anders gemacht haben. Was ich von Uncharted 2 bisher gesehen habe, ich glaube, da wirst du mir beipflichten, da war das Tomb Raider Adventure, Kletter, Springen, sonst das Element wesentlich ausgeprägter. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, die wittern jetzt ihre Chance, dass, die Schwäche von Kollegin Lara Croft ausgenutzt wird und man jetzt sich auch noch in dieser Ecke so ein bisschen postiert, weil letztendlich war mir das Ballern in Uncharted auch zu viel. Mhm. Vor allen Dingen, weil es auch so gar nicht sich vereinbaren lässt mit dem Setting. Ich meine, man ist auf Schatzsuche und kommt irgendwie in geheime Orte und dann sind da halt einfach 300 Piraten. Also so ungefähr ist es ja. Also die Piraten sind ja wirklich ständig und es sind ja unglaublich viele und eigentlich kämpft man ja gegen eine Riesenarmee und das ist alles so ein bisschen, da hätte ich schon gerne eine andere Erklärung gehabt, warum da jetzt Gegner sind. Genau, und ich fand es auch vom Gefühl irgendwie, vom Setting ein bisschen konträr, weil du sollst ja so ein gewisses Indiana Jones Feeling, sagen wir es mal so, bekommen. Ne? Und wenn Indiana Jones mit seiner Waffe geballert hat in dem Film, der hat ja vielleicht ein, zwei, dreimal geballert, wo es nötig war, aber so gehst du ja quasi wie so ein Massenschlechter durch und killst tausende von Piraten. Ja, ja, genau. Und, ne, nur um irgendwie so einen Schatz zu kriegen. Ist das natürlich das auch ist schon irgendwie ein komisch. Bisschen. Ja. Na gut, wer weiß, ob es diesmal wird es wahrscheinlich wieder genauso schlimm, auch von der Anzahl her, aber vielleicht finden sie einen anderen Weg. Und es wird halt dann diese isolierteren Missionen geben, wo man tatsächlich nicht viel machen muss, außer klettern. Also, das ist ja schon schwer genug teilweise. Also, klettern, den Level verstehen, die Rätselarchitektur verstehen lernen und dann letztendlich den Level quasi dadurch lösen, dass man am Ende ankommt. Ja. Das ist ja so typisches Tomb Raider-Prinzip. Man sieht einen riesen Level, der so komplex ist, dass man nicht weiß, wohin damit. Und dann schafft man es halt nach einem langen Weg, ist man am Ende angekommen, so ungefähr. Das war das, was ich gesehen habe. So. Genau, ne, das hatte ich auch in der Form mitbekommen. Natürlich, was noch mit dazu kommt, die Grafikkomponente, die letztes Mal auch schon sehr ausgeprägt war, das Uncharted einfach nur mal geil aussah, wenn du das richtig an deinem 1080p sonst was TV dann angeschlossen hast. Und jetzt haben die anscheinend nochmal eine Schippe draufgelegt. Du hast das fast schon klassische Tomb Raider Gameplay, ein bisschen Geballer mit drin, aber dann so eine Grafik, die dir das Hirn einmal komplett wegbläst. Ja, die machen in vielerlei Hinsicht alles richtig, was Tomb Raider oder die Serie nicht so richtig geschafft hat in den letzten Jahren. Obwohl sie es ja oft genug, muss man ja echt auch sagen, sie geben ja auch nicht auf und hauen regelmäßig halt neue Varianten raus von Tomb Raider. Und irgendwie haben sie es aber nie geschafft, so wie Uncharted, so eine Sympathie der Helden irgendwie zu erzeugen. Also trotz allem ist Lara Croft ja eher kalt und irgendwie so ein bisschen auch langweilig. Gerade weil sie so perfekt ist oder so. Und Nathan Drake ist halt einfach mal, halt, der hat am liebsten, wird der auch einfach nur hinlaufen und den Schatz nehmen. So. Der ist nicht so, als ob der jetzt krampfhaft nach Rätseln sucht oder irgendwie sich durchkämpfen will. Der hat nur einfach extrem viel Pech teilweise. Und geht aber halt so damit um, wie es ein Han Solo oder ein Indiana Jones tun würde. Also er ist halt nicht der perfekte Held, so. Genau das. Ne? Und in dem Kontext, wo wir früher über Halo 3 gesprochen haben, es wird hier über einen Uncharted-Film jetzt konkreter geredet, dass da einer kommt. Und eventuell soll könnte besser werden als die Mumie. Auf jeden Fall, ja, das sowieso. Und eventuell, wenn wir Glück haben, spielt sogar Nathan Fillion den vielleicht mal. Ach, das wäre schön. Das wäre schon der cool. Der wäre verdammt, das wäre wirklich ein guter Nathan Drake. Das wäre ein richtig Er ist guter. Halt jetzt ein bisschen zu alt schon fast, aber trotzdem wäre ich damit einverstanden. Aber wahrscheinlich wird es einer von diesen Star Trek Model-Typen, weißt du so? Also jetzt nur als Beispiel, so einer von diesen typischen, ach, der sieht aber hübsch aus. Ist der denn schon 18 so? Darf der schon Bier trinken? Aber dafür hat er ordentlich Dreck am T-Shirt, wenn er sich dann da durchwindet und das vom Leibe reißt, damit die Frauen was zu gucken haben. Nee, klar hat er da Dreck dann an seinem weißen, also er wird ein weißes Longsleeve anhaben natürlich und dann wird er auch immer ganz nass irgendwo aussteigen und dann siehst du halt alles.
Und dann werden die Frauen ganz wuschig in ihren Sitzen und man muss die Sitze wahrscheinlich danach immer austauschen. Immer schön. Ja, deshalb sind die auch abwaschbar mittlerweile im Kino. Bitte setzen Sie sich auf die vorbereitete Plastikplane. Genau, dann kann alles nach vorne abfließen, damit das schön... Also bitte hören Sie jetzt nicht mehr zu. Bitte jetzt nicht mehr. Und jetzt können Sie wieder zurück, jetzt haben wir aufgehört. Gut, aber Uncharted 2 kommt auch relativ bald raus, ich glaube September, Oktober. Es wird ein schlimmes Jahr. Das sagen wir jedes Jahr und es wird jedes Jahr schlimmer. Es wird aber auch jedes Jahr ein schlimmes Jahr. Es ist echt nicht so, als ob wir uns das ausdenken. Okay, das war's zu den Shooter und Shooter-Mixen, die wir jetzt nochmal ansprechen wollten. Ich würde jetzt kurz mal gerne in die Richtung Rennspielabteilung gehen, weil das ist immer ein Thema, was relativ... unterbequatscht ist, sagen wir hier mal so, weil wir jetzt hier nicht so die Rennspielexperten oder Rennspielfans sind. Ja, liegt daran, dass der Trant jetzt in dem Fall nicht da ist, weil der ist ja der einzige Rennspielexperte, den wir haben. Ich selbst spiele auch mal ein paar, aber nicht so viele. Du spielst auch mal einen Ridge Racer, aber genau, sonst ich bin so der, wenn der Arcade Racer oder so, ja, genau, so Marke Ridge Racer, Burnout oder so ist, das ist dann mein Metier, aber wenn es dann um einen Titel geht, wie zum Beispiel Forza 3. Da kann ich was zu sagen? Genau, deshalb quatsch mal einmal kurz über Forza 3 erstmal und ich übergebe das Wort an dich. Ja, wobei so viel habe ich da dann doch nicht zu sagen, da hast du ein bisschen übertrieben jetzt. Kurz, ja. Du übergibst das Wort, du lässt es mehr so an mich... Ich darf auch mal drüber rutschen. Ja. Das ist wahrscheinlich eher so das, was ich jetzt versuche. Ich habe mir gerade einen Motorwitz verknüpft. Ja, aber sorry. Nee, warte, deswegen. Wir wollen es ja auch senden. Ja. Forza 3 sieht erwartungsgemäß sehr geil aus, ganz klar. Das war auch der letzte Teil schon. Und ich muss sagen, ich habe den letzten auch eine Weile gespielt und er hat echt eine Menge Spaß gehabt. Ich hatte ich bin kein Rennspiel-Profi und ich habe natürlich Gran Turismo gespielt, aber sonst eigentlich auch nicht viel. Und halt Need for Speed, klar, aber das ist ja eben kein Realismus mehr. Was ich sagen will, ist, dass ich das Gefühl hatte, dass ich selten so gut mein Auto gespürt habe, obwohl es ja eigentlich nicht da ist. Und das sind dann so Elemente wie Windberechnung oder irgendwelche Kurvenverhalten und wirklich Masseträgheit, all dieser Mist, der scheinbar richtig gut funktioniert in Forza. Und das hat mich am meisten beeindruckt. Weniger die Optik jetzt, weil mittlerweile Autos sehen halt mittlerweile einfach immer gut aus. Also die sehen nicht mehr scheiße aus, weil da fließt das ja alles rein, die ganze Aufwand, die ganze Arbeit. Mhm. Und deswegen ist es im Grunde nur so, ich kann nur sagen, dass Forza eine geile Serie ist und die es geschafft haben, es immer sehr realistisch sich anfühlen zu lassen. Und der dritte Teil wird genau dasselbe, tritt natürlich in Konkurrenz mit Gran Turismo, ist aber trotzdem sein eigenes Franchise. Und letztendlich, ich glaube nicht, dass man da noch viel falsch machen kann, aber so richtig ausgiebig spielen können, habe ich es natürlich noch nicht. Aber das ist ein Rennspiel, da kann man eigentlich nur sagen, es steuert sich immer noch so genauso wie vorher. Die Autos haben immer noch eine gewisse Masse. Man fühlt sich eben nicht nur, als ob man eine Polygonkiste da hin und her schiebt, sondern es fühlt sich an wie ein Auto. Und es sieht auch aus wie ein Auto und folglich ist es ein Auto. Das auf jeden Fall. Und eben für alle Leute, die immer noch auf Gran Turismo 5 warten, was dieses Jahr, glaube ich, schon wieder nicht rauskommt. Ey, jetzt mal langsam wird's wirklich lächerlich. Also ich meine jetzt mal im Ernst, das Spiel ist doch eigentlich schon fertig. Ja. Dann sollen sie halt irgendwie von ihren 800 Autos, die sie reinhaben wollen, mal 500 rausschweißen. Also die sie noch nicht fertig haben, einfach nur die rauswerfen. Ja. Wer braucht denn? Ich brauche keine 200 Toyota-Varianten. Wirklich nicht. Die spielt doch eh kein Mensch. Also die spielen die Asiaten, finden so diese mittleren Kisten, die sie dann tunen können, ganz geil. Aber ich glaube so im Rest der Welt, die werden sich auf die harten, heißen Supercars irgendwie so beschränken und werden die spielen. Und dann ist der ganze Aufwand für die Katz. Also ich verstehe es nicht. Eben, solange wo das Ding entwickelt wird, du hattest einen Forza 2, das war ja das, was vor auch anderthalb Jährchen rausgekommen ist. Ja, ne? Während also, GTA immer noch angekündigt war. Genau, GTA, ne? GT5. Ja. Aber das zu Forza 3, Alternative für alle, die darauf noch warten. Ein Spiel, was, glaube ich, auch relativ zeitig draußen ist, war wahrscheinlich schon Mitte nächster Woche, Need for Speed Shift. Das werden wir. Da habe ich nicht viel sehen können, außer Bildern, sage ich mal, also Bewegtbildern, zugucken können habe ich, aber auch nicht lang. Kann ich schwer was zu sagen. Also es geht auf jeden Fall deutlich in den Realismus wieder. Mhm. Also es hat im Grunde was Need for Speed bisher gar nicht so ausgemacht hat, weil es ja eher eine Fun-Geschichte war. Ja, ja. Fun ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es war halt kein realistisches
an realistische Parameter gebundenes Rennspiel. Wenn man aber überlegt, das allererste Need for Speed war ja damals für den 3DO, oder eher gesagt, das allerbeste Need for Speed für den 3DO, und das war exakt das. Das war ein realistischer Fahrsimulator. Deswegen finde ich es ein bisschen, muss ich mal ein bisschen in mich hineinkickeln, wenn ich überall lese, ja, und das ist ja das Gegenteil der Serie, weil nein, eigentlich ist das, was wir bisher hatten, das Gegenteil der Serie. Das kann man natürlich, klar, ist jetzt in den letzten 10 Jahren nur Zeug rausgekommen, was arcadig war, aber trotzdem haben die ja trotzdem das Recht, jetzt mal auf Realismus zu machen, weil ich auch finde, dass sie das mit Sicherheit auf andere Ideen bringt. Nee, auf jeden Fall. Und es war auch wirklich bitter nötig eben. Da, ja, also die letzten waren einfach nicht so gut. Ja. Der beste Need for Speed-Teil ist immer noch Hot Pursuit 2. Und danach kamen viele Titel, aber keine mehr, die wirklich beeindruckt haben. So, also nicht wirklich. Also danach haben sie ja quasi die Formel aufgegeben, die Need for Speed zu Need for Speed gemacht hat, mit diesen Cross-Country Races, die du hattest, wo du dann auch... Was ich auch nicht verstehe. Was eigentlich, die waren immer toll. Das war so toll. Die ganze Korb-Geschichte haben sie dafür ausgebaut. Genau. Ne? Also Most Wanted und so. Irgendwann hat es dann angefangen, ich glaube, mit Underground, wo du nur Nachtraces hattest. Oh nein, da kam ja auch noch die Pimp-Scheiße. Ja, genau. Oh, ne? Das war eine schlimme Zeit. Hoffen wir aufs Beste. Wir werden Need for Speed Shift voraussichtlich in einer der kommenden Sendungen drin haben. Ja, genau. Trant hat sich schon, er sitzt schon dran sozusagen. Er sitzt schon dementsprechend daran und auch eventuell, wenn du da noch kurz was zu sagen kannst, zu Dirt 2. Ja, nee, da kann ich auch echt leider gar nichts dazu sagen, weil ich da wirklich nichts gesehen habe und klar könnte ich jetzt irgendwie den Maniac-Test rezitieren hier, aber das würde ja auch nichts bringen. Also, was man hört, ist, dass es wohl auch ziemlich cool ist. Also wirklich gutes Spiel, wundert ja auch nicht, weil der erste Teil war ja auch schon richtig gut so. Ich glaube einfach, dass beide Spiele sich nichts nehmen, weil sie komplett unterschiedlich sind. Das eine ist ein Rallye, was früher realistisch war und jetzt ein bisschen weniger realistisch geworden ist. Und das andere ist halt Need for Speed, was, wie gesagt, haben wir ja gerade erklärt, jetzt plötzlich realistisch ist. Finde ich okay, kann man sich entscheiden, auf was man Bock hat, glaube ich, während man auf GT5 wartet. Genau. Ja. Das große Gefühl. Aber wir werden Dirt 2 wahrscheinlich auch machen. Also ich versuche Trant schon die ganze Zeit beides aufzudrücken, weil ich der Meinung bin, das muss beides gemacht werden, aber ja, mal gucken. Ja, da müssen wir den Trant einfach nur vernünftig kneten. Ja, ein Spiel, das ich gesehen habe, wo wir gerade bei Rennspielen sind, Blur von Activision, das ist jetzt was komplett anderes, das ist quasi so, wie Need for Speed auch hätte werden können jetzt, weil es ist nämlich eine Art Mario Kart mit echten Autos und mit coolem Setting und mit Nachtfahrten und mit Add-ons und also Waffen sozusagen, die man benutzen kann, sowas wie so ich habe vergessen, wie es heißt, aber dann so eine Druckwelle, mit der man Gegner natürlich dann umwerfen kann. Also ich habe da echt viel Spaß gehabt eigentlich für die kurze Zeit, die ich das gespielt habe gegen drei andere Leute auf der Messe. Und ich bin auch Erster geworden, aber ist nur nebenbei. und also man hat so, ja, es ist ganz nett, es sieht auch nicht schlecht aus, es ist nur irgendwie, hat man ja das alles auch schon mal gesehen. Also nur dadurch, dass man jetzt realistische Autos und Waffen hat, wird's ja jetzt auch nicht ein neues Spiel. Aber schlecht war es auch nicht. Also es hat mich am ehesten noch an Wipeout erinnert. Ja. Also jetzt auch von den Waffen und so. Es war schon auch ähnliche Waffen sogar, also so ein bisschen. Und deswegen, es hat mich an Wipeout erinnert. Aber Wipeout spielt sich, glaube ich, dann doch noch irgendwie cooler, weil das einfach was ganz anderes ist. Aber also mit Sicherheit kein schlechtes Spiel. Und ich glaube, da kann man vor allem im Multiplayer-Modus eine Menge Spaß haben. Aber da war jetzt auch die Zockrunde zu kurz, um da wirklich ein Urteil zu fällen. Ja, wir werden auf jeden Fall einiges an Rennspielalternativen haben für den Rest des Jahres, was eben relativ vernachlässigt worden war. Du hattest ja nur Burnout und Need for Speed die ganze Zeit über. Und dementsprechend Rennspielfans können sich freuen. Andere Genre, was ich nochmal gern kurz bequatschen würde, Prügelspiele. Ganz kurz, ganz fix. Tekken 6 hast du kurz gespielt. Ganz kurz zu Tekken 6. Der Kretsch mal wieder verloren gegen den Budi. Mir geht's nicht um das Duell. Das war ja Messeatmosphäre, Druck und Geruch. Es ist vor allem noch lächerlich, weil mein Charakter, Budi nimmt ja immer nur einen Charakter, Law. Das ist der einzige, den er nimmt und wo er nur X und O gedrückt halten muss. Und schon macht er zweimal den Wirbel. Und Law hat sich kaum verändert, habe ich gemerkt. Mhm. Meiner hat aber andere Moves. Das heißt, ich drücke die Knöpfe, die ich kenne, und krieg einfach bei Lai dann ganz andere Moves raus. Das hat mich natürlich verwirrt und hat letztendlich dazu geführt, dass ich 2-1 verloren habe. Aber das Spiel selbst, ich finde, Tekken sieht einfach immer noch nicht so gut aus, wie es die heutige Hardware eigentlich hinkriegt.
Aber es ist nicht schlecht. Es ist cool, es ist Tekken. Was mir immer noch fehlt, ist Tekken Tag Tournament in einer neuen Version. Dass sie das nicht machen. Super unverständlich, dass das nicht das irgendwie ist, gekommen ist. Leute, ich meine, ich bezweifle, dass irgendjemand von Sony oder Namco uns guckt, hört. Aber ganz im Ernst, Leute, das ist der dümmste Fehler, den ich gemacht habe, weil bisher jeder Tekken-Spieler, mit dem ich geredet habe, und das sind mittlerweile auch einige, meinte, ey, Tekken Tag ist definitiv das beste Spiel. Die nehmen sich so viel Chancen und Potenzial weg, dass sie das nicht machen. Allein schon die Online-Möglichkeiten, weißt du, mit 4 Leuten plötzlich. Wahnsinn, aber nee. Irgendwie wollen sie nicht, ich glaube, es ist einfach Dummheit. Ich glaube, die wissen einfach nicht, dass es so beliebt ist scheinbar. Ich kann es mir nicht erklären. Die haben so schnell Nachfolger rausgeschissen, dass sie gar nicht mitgekriegt haben, dass Tekken Tag das beste Spiel geblieben ist. Eben bei der ganzen Optionswut, die sie in die Spiele reintun. Ja, und nochmal 200 Charaktere, die alle sich gleich spielen lassen. Und also, ganz komisch, dass sowas Essentielles einfach immer noch fehlt, ist kaum zu glauben eigentlich. Es ist komisch, weil sie es ja schon bewiesen haben, dass es funktioniert und vor allem noch, dass es gut funktioniert. Egal. Ist ja nicht unsere Sorge, ist ja auch nicht unser Geld, was wir damit verlieren. Eben. Wir haben ja keine Aktien in Tekken. Oder ich jedenfalls nicht. Ich auch nicht, nee. Aber Tekken 6 könnte wirklich ein typisches Tekken werden. Ich weiß nicht, wie das die richtigen Hardcore-Fans da draußen sehen, ob da mittlerweile die Luft schon raus ist oder ob man sich sagt, oh geil, neue Moves. Ich glaube, da ist alles offen. Also ich kann nicht sagen, ob sich das Ding jetzt ob das funktionieren wird und quasi, weißt du, das neue große Tekken wird oder ob es halt ein weiterer Tekken-Teil ist, den so die eine Hälfte spielt, die andere nicht. Eigentlich hat es Potenzial für alles. Also es kann richtig gut sein, wenn es denn gespielt wird, wenn die Online-Anbindung ist, wenn man die Community irgendwie dazu kriegt. Ja, es ist eben schon eine lange Zeit her seit dem letzten richtigen Tekken und da hat sich prügelspielmäßig, ja, speziell dank Street Fighter 4 und Online-Gaming und so weiter viel getan. Da muss Tekken eigentlich mal wieder ordentlich was rausholen. Ja, genau. Man hätte ja auch wirklich mal versuchen können, ohne dass man jetzt Dead or Alive kopiert, aber man hätte ja wirklich mal versuchen können, ein bisschen dieses, nicht filmische, einfach diese Coolness und diese Action ein bisschen besser halt in Tekken-Art reinzubringen. So. Mir ist es wirklich jetzt zum sechsten Mal, ist es halt nicht nur dieselbe Story irgendwie, sondern auch alles immer gleich. Ja. Und irgendwann kaufst du den Scheiß halt nicht mehr, weil du ihn schon 100 Mal hattest. Das ist ja, Prügelspiele haben es da ja auch schwer. Sieht man ja an Street Fighter und so, wie viel Abversionen da kommen müssen, bevor man sich endlich mal aufrafft, einen neuen Teil zu machen. So. Eben, bis die sich dann gesagt haben, wir müssen jetzt was Neues machen, sonst ist die Serie unsere tot. Spin-Offs kauft keiner mehr, genau wir das, brauchen ne? dringend was. Es klappt dann einfach nicht mehr, Street Fighter plus eine Nummer dahin zu schreiben. Das Street Fighter versus X-Files. Ja. Sehr gute Überleitung, apropos Street Fighter versus irgendwas. Ein weiteres Prügelspiel, was ich mir dort angeguckt habe und der Budi leider auch, der momentan jetzt leider nicht mehr unter uns war. Tatsunoko versus Capcom. Aber das Tatsunoko vs. Capcom, wer es nicht kennt, das ist ein Mashup-Prügelspiel oder Versus-Prügelspiel, wie man es nennen würde, so wie Street Fighter vs. X-Men, was es früher gab, oder Marvel vs. Capcom, wo du quasi die Charaktere von Ouch. Das war die Klingel. Egal, weiter. Egal. Die Charaktere von der einen Serie dort hast oder von dem einen Universum von Capcom, dass du Street Fighter-Leute hast, dass du Star Gladiator-Leute oder wie die alle heißen von dem Prügelspiel von Capcom hast, plus auf der anderen Seite eben lauter Marvel-Charaktere wie Spider-Man, wie die X-Men, die da oder Wolverine und so weiter gegeneinander kämpfen. Und Tatsunoko vs. Capcom ist ein Spiel auf der Art, dass du auf der einen Seite Capcom-Kämpfer hast, also meistens die Street Fighter-Leute, plus Tatsunoko, das ist ein japanisches Animationshaus, die dort Animes, Comics und so weiter hergestellt haben, sehr berühmt dort, Speed Racer, was die gemacht haben. Ich kenne mich da nicht so aus wie du, aber ist da nicht irgendwie, wie heißt der, Captain Future, ist das nicht auch von denen? Captain Future ist, glaube ich, nicht also von denen. Also ich habe da irgend sowas total Spaciges gesehen, was mich daran erinnert, wo ich dachte, ist er das? Nee, kann nicht sein. Der sieht sehr ähnlich aus wie Captain Future. Okay, dann war das so komische Gattermann, ich weiß auch gar nicht, wie die heißt. Gibt's denn irgendwas, was man hier kennt? Samurai Pizza Cats, wenn ihr das noch kennt. Jetzt kommst du mit Samurai Pizza Cats. Nein, also, zum Beispiel. Aber so, ja, aber das kenne ich ja wirklich. Also es sind so spezielle Sachen, die man damals als Kind geguckt haben musste. Die haben zum Beispiel an Neon Genesis Evangelion mitentwickelt oder die mitgezeichnet. Also die haben schon sehr viel Charaktere. Ja, ich glaube, dass sie in Japan natürlich, dass man die kennt im asiatischen Raum. Das ist eben, ganz klar. Also, nur hierzulande ist und dann natürlich fragt man sich, okay, Tatsunoko, was genau ist das? Ja, es ist auch ein bisschen strange. Ich kannte die auch nicht wirklich selbst als Anime-Fan, wo du dich ein bisschen in dem Segment auskennst. Ich kannte eine Handvoll Leute, die da jetzt mit dabei sind. Sind anscheinend wirklich ikonische Figuren.
ändern, aber das tritt eher im Hintergrund gegenüber dem Gameplay, was dort ist, was natürlich dann wieder eines dieser ultrabunten, ja fast schon 2D-Button-Masher-Prügelspiele sind. Ne? Du hast natürlich 3D-Grafik wie bei Street Fighter, dass die Charaktere in 3D sind, aber du kämpfst rein 2D, wie bei den alten Spielen. Mhm. Da hast du eben Ryu auf der anderen Seite, da hast du deine die anderen Street Fighter und Tatsunoko-Charaktere und ihr kämpft das, was bei Tekken gefehlt hat, immer im Tag-Team-Modus die ganze Zeit über. No? Wenn Tekken 6 das nicht doch noch irgendwie bekommt, lache ich echt Quadrat. Total strange. Und, das ist total sinnlos. Das ist eben eins dieser richtig wilden, wo du selbst als Einsteiger mit ein bisschen Button-Mashing dann schon die coolen Effekte machst, und wie bei Marvel vs. Capcom, wenn ihr es mal gespielt habt. Und es war ein echt lustiges Ding. Ich habe es dort gegen den Entwickler gestellt, ein kleines Interview gemacht, das ihr bei GameOne.de auch gucken könnt. Werde ich nochmal verlinken dementsprechend dann dabei. Aber es ist so es hat aber schon einen ganz schönen Bart, das Video. Es hat einen ganz schönen Bart, das Video. Aber recht wenig Fahrrad, wenn ich das mal anmerken darf. Aber schaut's euch da mal in Ruhe an. Jetzt und geh auch, Buddy. Ja, verschwinde. Häng nicht hier am Fenster rum, verpiss dich. Echt. Tschüss. So. Der kann sich auch nicht lösen. Echt, wirklich. Der hat ja auch sonst keine Freunde. Nee, wirklich nicht. Traurig. Ja, wahrscheinlich hängt der abends hier rum und sagt nur, ich muss weg übers Wochenende und hängt dann am Bahnhof herum und ist traurig. Aber gut, das in Sachen Prügelspiele. Kurz ein bisschen was Rollenspiel wollte ich mal ein bisschen anerwähnen. Risen haben sehr viele Leute nach dem ersten Podcast gefragt, wo ist eigentlich Risen? Risen ist nächsten Mittwoch bei Game One in der Sendung. Ich habe Trant während des Einspielens 3 Stunden zugucken müssen, wie er Risen gespielt hat. Und sich immer wieder an irgendeine, was war das? Das war irgendeine Krabbe, ist er an der immer verreckt, oder ein Skorpion, ey. Und es ist so lustig, wenn ihr Trant sehen könntet, wie er 3 Stunden mit so Viechern kämpft. Es ist herrlich, wirklich, es ist einfach herrlich. Ich glaube, es wird ein lustiger Beitrag laufen. Ist auch ein gutes Spiel, soweit ich das aus seinem Geschrei entnehmen konnte, ist es trotz allem ein sehr gutes Spiel. Mhm, mit wenig Bugs, ein bisschen Gothic ohne Bugs ist ja an sich ganz gut. Genau, und das ist schon ein gutes Merkmal, wenn du sagen kannst, Gothic ohne Bugs. So sollte der Untertitel eigentlich sein, eben, finde ich. So kannst du das Vertrauen wieder herkriegen. Das ist vernünftig an die Leute bringst. Das kommt, wie gesagt, diesen Mittwoch ins Fernsehen. Nächsten Mittwoch noch ein bisschen was zu Venetica, was wir gerade hier ausprobieren, ist auch gerade aktuell draußen. Auch interessant, auch deutsches Spiel. Deutsches Spiel, kann ich jetzt schon mal sagen, ein richtig gutes, richtig nettes Spiel. Ne, mehr Action-Adventure als Rollenspiel. Ich habe es gestern für 5-6 Stunden gespielt. Okay, hat mich jetzt von der Story aber schon auch ein bisschen an Terry Pratchett und Scheibenwelt erinnert. Es hat ein bisschen was, weil es geht um den Tod, genau. der quasi gewählt wird und dann der Tod ist und der aktuelle Tod ist wohl doof, also nicht so cool, und deswegen gibt es einen neuen und den steuert man. Genau, im Endeffekt, der Tod braucht irgendwie einen Nachfolger, und da man rein zufälligerweise die Tochter des Todes spielt, Scarlett, dementsprechend muss sie sich in ihre Rolle dort einfügen. Ich habe es bisher eben ein paar Stunden angespielt, bin noch nicht komplett bei den richtigen Plotpoints, wo das dann richtig abgeht mit dieser Todesgeschichte, aber ich kann jetzt schon mal sagen, speziell dafür, dass es eben auch wirklich ein Spiel ist, was komplett in Deutschland mitentwickelt wurde, gemacht wurde, ein echt nettes Action-Adventure, was gut funktioniert, wo die Steuerung gut klappt. Story fand ich noch ein bisschen dröge bis jetzt hierhin, und wenn du die Todesstories von so her kennst, von Terry Pratchett, speziell Discworld und die ganzen Geschichten, die haben natürlich irgendwie wirklich sehr messerscharf geschriebene Dialoge, sehr viel Witz und so weiter. Das fehlt zum Beispiel bei Venetica. Das ist schade. Hätte man doch einfach nur sich an, weißt du, einmal Gevatter Tod lesen. Mhm. Und schon weiß man eigentlich alles, wie man den Tod darstellen sollte, weil das Terry Pratchett einfach genial macht. Also wenn etwas auch ein bisschen, es soll ja, denke ich mal, auch ein bisschen Fantasy und ein bisschen lustig sein. Es soll ja, oder ist es wirklich ein ernstes Setting? Weil ich kann die Story jetzt schon nicht ernst nehmen. Also die Story, die versucht sich ein bisschen ernst zu nehmen. So Fehler! Im Detail drin selber, ich glaube, einige Unterdialoge von Charakteren sind schon mal ein bisschen lockerer geschrieben, wenn du auf bestimmte Leute drauf triffst und dich mit denen unterhältst. Aber so der Grundtenor der Story versucht das schon ein bisschen so ernsthaft und ein bisschen hier so emotional irgendwas bei dir auszulösen. Und das ist noch ein bisschen flach alles. Herr Polizist, dieses Spiel hat mich berührt. Genau, unsittlich. Unsittlich. Mehrmals. Des Nachts und des Tages. Auf jeden Fall, das werdet ihr in der Woche drauf bei GameOne.de sehen, hier nochmal kurz angesprochen. Also wir haben das nicht aus dem Auge verloren, nicht die deutschen Spiele, nicht die PC-Fans, das haben wir alles hier und das werden wir dementsprechend machen. Kurz was, ich habe mir Final Fantasy 13 nochmal angeguckt auf der Gamescom. Du willst mich aber auch echt jetzt einschläfern, oder? Jetzt komm hier, Rollenspiele. Willst du nicht noch PS bequatschen? Nee, dann schlafe ich selber nicht. Ich will das nur einmal kurz. Nein, ist ja auch richtig, ich bin nur, muss ich sagen, irgendwie müde heute. Tut mir auch leid. Ja, aber rede. Ihr
werden relativ zeitig auch zum Ende kommen. Ich ruhe jetzt kurz mal meine Augen aus. Mach das. Auf Final Fantasy 13, auf der Seite habe ich ja die Demo schon ausführlich vorgestellt. Die japanische Demo, die vor ein paar Monaten rausgekommen ist, eine Stunde lang. Und die habe ich dementsprechend mal gezeigt, wie das Spiel funktioniert, wie es ist, wie das Kampfsystem funktioniert. Auf der Gamescom hatte ich die Möglichkeit, jetzt mit dem Produzenten, mit Yoshinori Kitase, heißt der nette Mann, der ist dort für ein Interview gewesen. Ich habe ihn interviewt und die haben mir vorher eine kleine Präsentation gezeigt, was sich Neues getan hat seit der Demo. Einen komplett neuen Level dort gezeigt, ein komplett neues Setting. Plus Neuigkeiten, die im Kampfsystem mit dazugekommen sind, wie das funktioniert. Und da kann ich jetzt schon mal sagen, also allen, die die Demo gefallen hat in der Form, wie es funktioniert, die haben nochmal drauf aufgebaut. Das neue Setting war jetzt in so einer Art Eishöhle, wo wieder klassisches Setting natürlich, aber im typischen Final Fantasy Look mit viel Glanz, viel Effekten und so weiter und so fort. Und das sah vor allem komplett anders aus als dieses grüne mechanische Setting, was du in der Demo hattest, was schon mal, wo ich jetzt schon sagen kann, grafisch wird das wirklich alles, allen die Wurst vom Teller ziehen, wenn es dann da ist. Plus im Kampfsystem noch einen neuen Modus dort reingepackt. Erstmal richtig gesehen, wie du ein Summon, also die großen Zaubermonster, die dir dann im Kampf helfen, beschwörst. Und ich sage echt, da fliegt ein Pegasus-Pferd durch die Luft und zieht sich dann mechanisch zusammen und wird dann zu was anderem, wo du dann drauf reitest und die Gegner kaputt trittst und so weiter. Ich hoffe, dass man die Animation diesmal auch wieder ausstellen kann. Das ist ja eine Sache, irgendwann nervt es einen wirklich nur noch, das Beschwören. Ja, das haben sie zum Glück seit den... Bei 7 ging es ja irgendwie nicht, oder? Bei 7 konnte es nicht. Da hattest du auch dann deine Zauber... Ich sag nur Knights of the Round, wer das gespielt hat. Animation, die teilweise 3-4 Minuten gedauert hat. Final Fantasy 8 noch schlimmer. Da gab es sogar einen Counter teilweise unten. Ich habe mitgezählt, die eine Animation dauert 5 Minuten, wenn du einen Zauber anwendest. Ja, weil mich jetzt verarschen hier 5 Minuten. Ja. Also jetzt mal im Ernst, so, ich will das Spiel spielen. Und eben. Das ist zum Glück... Das ist ja auch nicht jedes Mal anders, ja, einfach immer dasselbe. Zum Glück haben sie danach gemerkt, dass sie es abbrechbar machen. Ich hoffe, diesmal wird es wieder so sein, aber wer sich es einmal anguckt, die sehen schon mal recht gut aus und es wird sich dann auf jeden Fall auch dementsprechend, ich glaube, auch wirklich gut spielen, wenn es dann soweit ist. Interview werde ich bei Gelegenheit, wenn ich dazu komme, das nochmal bei GameOne.de hochstellen, dass ihr da nochmal mitbekommt, was der Entwickler selbst dazu zu sagen hat, ohne dass ich da alles falsch wiedergebe. Spiel kommt raus, immer noch Mitte 2010, also können wir sehr gut drauf gespannt sein. Ein letztes Rollenspiel, was mit dabei war, was dich auch, glaube ich, nochmal speziell interessiert, was nur angekündigt wurde und mit einem kleinen Trailer gezeigt wurde, Fable 3, dass wir ein paar kleine Worte dazu verlieren. Was? Ja, wobei ich sagen muss, so sehr reizt mich das eigentlich gar nicht. Du bist nicht der große Peter Molyneux-Fan? Ich bin großer Peter Molyneux-Fan, aber ich bin kein Fable-Fan. Also okay. Ich finde auch deutlich, man merkt, dass Peter Molyneux halt viel, viel mehr macht heutzutage als Spiele. Ja, Er ist einfach halt eine Galionsfigur, er ist auch der Erzähler, er ist das sympathische Gesicht von Lionhead und so, aber er sitzt halt nicht mehr so da wie bei Dungeon Keeper 2 und macht ein geniales Spiel, was keine Ecken und Kanten hat und absolut brillant ist. Also so das perfekte Spiel, so zum Beispiel. Sowas hat er früher relativ häufig hingekriegt. Eben. So richtig gute Sachen. Und jetzt ist es halt mehr so ein Gemeinschaftsprojekt, wo seine Ideen dann durch so einen Verwurster kommen und die Hälfte unten rausfällt. So. Also ich finde ihn, klar ist Fable geil, also ein tolles Spiel und so, aber mich selbst reizt diese Märchen-Feenwelt und dieses Beknuddeln von KI-Leuten einfach irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht, ich fand das interessant beim ersten Teil, ich habe mich auch beim zweiten drauf gefreut, aber da hatte ich ab der Mitte dann schon weniger Lust, hab's trotzdem durchgespielt und jetzt der dritte soll ja ganz anders werden. Das ist ja, muss man ja auch sagen, ja gut, muss man ja im Zweifel für den Angeklagten, weil wenn er sagt, ja, ihr denkt jetzt alle, es wird dasselbe und überhaupt, aber wir machen was ganz anderes. Und er sagt, man wird halt König sein und kann alles beherrschen. Und das geht ja dann schon eher auch so in die Peter Molyneux-Richtung, so dieses God-Game-mäßige. Mhm, genau. Und ich bin halt gespannt, ob sie es diesmal wirklich machen oder ob der es wieder nur so ein Minigame im Minigame wird. So. Wie gesagt, hoffen wir da mal aufs Beste. Ähnlich wie bei dir, also früher Peter Molyneux-Spiele verschlungen. Dungeon Keeper war leider meine PC-Zeit da noch nicht angebrochen, aber ich habe Syndicate bis zum Vergasen gespielt. Dungeon Keeper 2 ist wirklich, das sollte 100% kriegen. Das ist eigentlich perfekt. Wirklich, das ist perfekt. Da weiß ich nicht, was man da noch machen soll, um es besser zu machen, so, weil es ist perfekt. Eben. So, als Beispiel jetzt nur. Also der Typ Beispiel. Kann das. Allein, also Populous, Magic Carpet. Eben. Ich könnte es Syndicate nicht auch. Ja, ich könnte endlos Spiele aufzählen, die genial sind, die ich wirklich lange, lange gespielt habe. Also nur er ist halt auch, ich meine, er will vielleicht auch mal Geld verdienen oder er will vielleicht auch mal seine Familie sehen oder so. Das kann man den Leuten nicht vorwerfen, aber man muss dann einfach alles auch mit diesem Vorwissen auch sehen und hören, was die so erzählen.
Also weil Peter Molyneux, egal, wenn er jetzt einen Zauberstab hätte, würde er all die Sachen machen, die er will. Aber er hat nun mal nur einen anderen Stab, nämlich einen Mitarbeiterstab. Mhm. Und die können das vielleicht nicht so gut. Und deswegen, weißt du, er will das und das haben und es klappt am Ende nicht. Und dann hat er es aber vorher erzählt und dann hassen ihn alle und irgendwie tut er mir auch leid. So, also jetzt mal im Ernst. Ja, wir müssen auch dementsprechend sehen, wenn da mehr bekannt wird, wenn mehr gezeigt wird über Fable 3, ob sich Peter Molyneux wieder verhoben hat. Also wir haben auch ein Interview online bei GameOne.de mit ihm, wo er ein paar kleine Details schon mal verrät. Natürlich noch nicht aus dem Vollen, aber da kann sich jeder schon mal einen kleinen Geschmack abholen, wie Fable 3, da ist der Budi schon wieder, wie Fable 3 dann, jetzt ist er weg. Aussehen wird. Ja, ich kann dazu sagen, wir von Game One sind ja super investigativ und haben Fable schon letztes Jahr gesehen, Fable 3. Mhm. Also, das ist noch nicht mal gelogen, weil ich habe die Programmierecke gesehen im obersten Stock von dem Lionhead-Gebäude, als wir da waren und mit Peter Molyneux wegen Fable 2 ein Interview hatten. Mhm. Und er wollte einfach nicht sagen, was das für ein Projekt ist, so wie immer, darf man ja nicht erzählen und so, aber er hat uns das Stockwerk gezeigt und ich habe quasi Fable 3 gesehen, auch wenn ich jetzt letztendlich natürlich gar nichts gesehen habe. Aber da kann ich ein bisschen mit angeben, oder? Ist schon ziemlich. Natürlich. Also auch um Frauen aufzureißen am Wochenende ist das ein ziemlich guter Spruch, glaube ich. Also sollst die Hose wieder zumachen, sonst zieht's hier momentan. Gut, ja. um in Richtung Ende hinzukommen, du hast hier noch eine Sache aufgeschrieben, die ich jetzt nicht gesehen habe, aber der Beaterator, da hat wohl der liebe... Den hat der Budi aufgeschrieben. Den hat der also Budi ich ein Spiel namens Beaterator aufschreiben was würde. Was würde denn der Beaterator sein? Das ist von Take-Two und das ist für die PSP ein Spiel... Also ein Musikspiel, das eigentlich kein Spiel ist, sondern eher so ein Editor, ein Musik-Editor für Hausmusik und ähnliches. Also Hausmusik ist auch falsch, also Timbaland-Musik. Ja. Ich sag mal Timbaland, dann weiß jeder genau, was gemeint ist. Und genau das gibt's auch irgendwie da. Interessant war, dass man wirklich relativ bequem und easy mehr so nach Takt sich Beats zusammenbauen konnte und dann schnell ein Lied hatte. Was halt wirklich recht schnell funktioniert hat. Klar, die demonstrieren es, die wissen natürlich, was sie machen sollen, aber es gab Unmengen von Samples und es war ganz cool. Da kann ich nur sagen, es gab wohl mal auf der Seite von denen, also gab es mal ein Spiel, ein Rap-Spiel, was so beliebt war, dass man überlegt hat, daraus macht man jetzt dieses PSP-Spiel. Und wer sich dafür interessiert, Beaterator, soll einfach mal bestenfalls dieses kleine Rap-Spiel suchen und dann wird er wahrscheinlich schon am ehesten raffen, was da auf einen zukommt. Ich fand's cool, ich fand's kreativ, nett, ist nicht zwingend meine Musik, aber hat gut funktioniert und es hat einen netten, man konnte wirklich das Ding live einspielen, live generieren und dann in Editor-Modus da nochmal alles feinjustieren und dann direkt in den Ausspielmodus sozusagen und das Lied sich anhören. Also es war schon cool. Aber es ist kein Spiel, es ist halt mehr ein Editor. Gut. Ja, okay. Ist wahrscheinlich das, womit Timbaland seine Musik seit Jahren noch macht. Habe ich mir die ganze Zeit verkniffen, weil man ja nie weiß, wer den noch gut findet alles, aber exakt das dachte ich auch. Ja, aber also echt auch. Also der macht ja auch inflationär Musik. Das ist ja schon keine Musik mehr. Der ist ja wirklich, ich warte die ganze Zeit, dass Family Guy ihn mal irgendwo verarscht oder so, weil auf die setze ich, wenn es darum geht, Timbaland zu verarschen, weil das muss irgendwas... Ja, es wird auch mal Zeit. Seit Jahren hat er eben wirklich nur Schema F gemacht. Aber gut, jetzt... Na gut, aber ich meine, wenn es funktioniert, also das ist ja, was soll er machen? Er hat ja geile Sachen auch für Justin Timberlake und Britney Spears und was ich... Also die Sachen, die er dann gemacht hat, waren ja auch cool, nur es ist halt einfach alles derselbe... Ja, er hat sich seine... Ja, mir fällt kein Wort ein. Ja, seine Bibliothek aufgebaut und jetzt drückt er genau, Play und Stop. Genau, und jetzt random. Ich glaube, er drückt noch nicht mehr. Der hat einfach ein Programm geschrieben, mit dem halt, weißt du, so, naja. Ja. Wir steigern uns in deine etwas hinein. Wir steigern uns, genug Timbaland-Hate jetzt. Eine Sache, die hast du natürlich schon weggestellt, ich will ein kleines Wort drüber verlieren. Die PS3 Slim wurde vorgestellt auf der Messe, das erste Mal. Und ich habe mir jetzt eine gekauft übrigens. Ja, was aber jetzt nicht unbedingt bedeuten soll, dass die so wahnsinnig toll ist. Nee, das nicht. Nein, aber ja, das ist eine PS3, was soll man sagen? Das ist eine gute Konsole. Eben, ich habe eh lange drauf gewartet, bis sie mal eine neue Revision machen, weil mir die alten ein bisschen zu klobig waren. Die ist jetzt... Mir gefällt die neue besser, die alte. Mir gefällt die alte besser, ich habe sie gerade mir heute nochmal daheim angeguckt. Irgendwie hat die mehr Stil. Die alte ist Stil, würde auch sagen, die hat mehr Stil auf jeden Fall. Das wie so ein Mustang, weißt du, so ein Mustang ist auch ein scheiß Auto heutzutage, aber das hat Stil. Weißt du, das hat eine gewisse Kurvenform, die noch für sich steht und so. Und die PS3, auch mit dem Spider-Man-Schriftzug, das fand ich, also ich fand die nie hübsch. Ich fand aber auch die Xbox 360 finde ich überhaupt nicht hübsch. Also Konsolen hübsch machen ist schwer. So. Ja, aber so du würdest dich, sage ich mal, nicht wirklich schämen, wenn du das
in deinem Entertainment Center, sagen wir, dort reintust. Finde ich nicht schlimm. Ich meine, es ist ein glänzender schwarzer Lack. Ja, das sieht gut aus. Es ist so halbrund. Steht für eine gewisse Ära des Designs, wenn du es so willst, ja, wo das gerade cool war oder so. Ich kann nichts dazu sagen. Ich finde den neuen, das neue hat halt gar nichts. Also gar nichts. Die neue PS3 hat, finde ich, nichts, was jetzt irgendwie beeindruckend wäre oder toll. Nee, das, also das, sie ist ja nicht mal besonders klein, sie ist halt nur nicht so dick wie die PS3, aber sie ist von den Ausmaßen an sich dasselbe. Hm? Also sie ist nicht so hoch, oder wie ja, heißt sie, genau sie, diese... Ja, sie ist in der Tiefe, glaube ja, ich, genau, Tiefe, genau. Genauso, weil Tiefe? Da... Ja, irgendwo ist sie auf jeden Fall schmaler. Genau, sie ist nicht ganz so dick wie die alte und breit, glaube ich, auch nicht, aber sie hat eins der Maße, wo es nach hinten dann hingeht, das ist genauso breit, weil da muss ja auch noch die Technik irgendwo sein, ja, das alte Mainboard, genau, was reinpasst. Das Netzteil ist ja auch wieder in der PS3. Netzteil ist integriert. Alles so wichtige Sachen. Und so weiter. Also vom Aussehen her, wenn jemand, niemand muss sich das Ding ins Regal stellen, nur weil es jetzt 3 cm jeweils oben und unten kleiner ist. Es spart einigermaßen an Strom ein für die Leute, für die es wichtig ist. Es war ein Tacken leiser im Vergleich zur großen PS3, was ich nett fand. Aber das ist je nachdem, welches Modell man dort erwischt. Also ich glaube, man kann schon sagen, da hast du auch recht, man kann sagen, dass die neue PS3 auf jeden Fall die leiseste Konsole auf dem Markt ist. Mhm. Also ich glaube, dass... Also okay, wen gibt's da als Konkurrenten jetzt hier? Ganz sicher nicht die Brüllbox. Ja. Ja. Also das ist die ist schon laut, wenn sie einfach nur dasteht. Ich glaube sogar, ohne Strom ist die laut. Ja, einfach nur so. Auf jeden Fall. Das ist auch ein Grund für mich, warum ich Multiplattform-Sachen trotz der ganzen Installationsscheiße auf der PS3 lieber spiele. Ja, guck, und ich spiele sie dann meistens. Batman spiele ich gerade auf der PS3 und es macht mir echt auch auf der PS3 gerade mehr Spaß, weil irgendwie mit dem Controller kannst du irgendwie besser kämpfen, finde ich manchmal, als mit dem Xbox-Controller. Aber ich spiele die meisten Spiele, die doppelt sind, obwohl ich beides habe, lieber auf der Xbox, weil da habe ich meinen Gamerscore. Nein, das ist eigentlich ein Witz, weil ich gebe eigentlich nichts auf Punkte und wir spielen viel auf verschiedenen Konsolen und der Gamerscore ist eh nur ein Bruchteil von dem, was ich spiele. Aber irgendwie bin ich dann auch so eine kleine Punktehure geworden. Ja. Und das ist halt auch, also das war ich ja vorher nicht, das hat Microsoft halt aus mir gemacht. Das meine ich damit. Also deren Ideen funktionieren dann leider auch als süchtig machend. Ja, ich sehe schon hier dann ein Video, du sitzt irgendwo schummrig in der Ecke, Zigarette in der Hand, Kaffee. Ich bin auch eine Gamerscore-Hure. Ich wusste nicht, wie es passiert ist, aber... Ich bin auf 50.000 Punkten hängen geblieben. Ja, mit Level 18 hat man noch Träume. Nee, das war was anderes. Das ist was anderes. Das ist was anderes, aber... PS3 Slim ist nicht schlimm, super Teil, kann man sich kaufen, da habe ich gemacht, dementsprechend, weil ich noch keine hatte, aber ich hätte mir keine geholt, wenn ich schon eine gehabt hätte. Ja, aber das würde ich bei keiner Konsole der Welt machen, mir zweimal dieselbe holen, nur weil die eine anders aussieht, das. Aber ich fand, die schönste kleine war wirklich immer noch die PS1. Die PS1 war noch so, ist super. Die war so klein und niedlich und rund und die war echt süß. Also die hat mir gefallen. Ja, mich hat die PS2 auch beeindruckt damals, dass sie so klein geworden ist. Weil ja, die war auch, aber die war halt trotzdem, die war halt wie eine kleine Version der PS2 einfach nur. Genau, irgendwie. Aber die PS1 mit dem neuen Look, mit den Pads, jetzt wo du runde Controller-Stecker vorne hattest, wo die Memory Card nicht mehr gepasst hat, weil die war ein bisschen breiter dann. Aber es ist auch die einzige von den alten Konsolen, die ich noch behalten habe, weil ich mir eine PS1 damals geholt habe. Ne, und ich habe die alte ich habe kein Super Nintendo mehr, kein sonst, aber die PS1 kann ich einfach nicht weggeben, weil die ist einfach zu schnuckelig. Ja, die war schon cool, kann man nicht sagen. Ah gut, das sollte es, glaube ich, von Spielen, von Hardware und so weiter zu... Ach echt, sind wir durch? Wir sind durch mit den Spielen. Ich würde gerne noch eine, da wir das im ersten Podcast schon ein bisschen drüber gequatscht haben, wie das Erlebnis für uns gewesen ist, da ist eine ganz nette Geschichte passiert, die ich gerne nochmal, nett wollen wir die Geschichte nicht nennen, aber ich sage nur das Stichwort Lasertag. Ach Gott, nein. Und ich hatte es wirklich erfolgreich verdrängt. Du hattest es erfolgreich verdrängt. Ja. Ich würde es einfach gerne nochmal, um zu sehen, dass wir auch selbst für euch dann uns leiden und ins Leid begeben und alles tun, damit wir für euch eine gute Sendung liefern. Was wir da durchgemacht haben, das würde ich gerne nochmal als kleinen Rauschmeißer hier dran tun und dann verziehen wir uns auch. Und dann soll es auch mit der GC gewesen sein. Stichwort Lasertag. Nach einem anstrengenden Messetag war eingeplant auf unser aller Kalender. Da war der Termin. Da stand eigentlich nur Lasertag. Da stand Lasertag. Und da denkst du dir, Lasertag, das ist doch bestimmt cool. Da machst du, was genau ist Lasertag eigentlich? Ja, ich habe schon Lasertag gespielt. Deswegen dachte ich, es wird so wie sonst auch, dass man einen Raum hat, wo mehrere Stockwerke sind und man hat eine Knarre, die natürlich nicht richtig schießt, sondern eben Leute taggt. Das heißt, die schießt mit Laserstrahlen, also die man nicht kaum sehen kann. Darum geht's auch nicht. Und wenn du halt dann quasi den Rücken oder Brustpanzer von jemandem triffst, wird das registriert und du kriegst Punkte. Und er, sein Ding vibriert und blinkt und er muss irgendwie 20 Sekunden warten, um wieder schießen zu können. Bis dahin geht seine Waffe nicht, er ist quasi gelähmt, tot, was auch immer.
Ja, und das macht eigentlich eine Menge Spaß. Das macht wirklich eine Menge Spaß, weil es halt wie Gotcha ist, ohne dass man ständig Angst hat, irgendwie so mit so einem Ding sein Auge rausgeschossen zu kriegen. Trotz Maske. Also so geht's mir dann. Ich habe dann trotzdem Angst, ja, weil die Dinger klatschen ja auf die Scheibe. Ja. Und das ist, ja, ich habe mir irgendwo, ich weiß nicht mehr, wo ich war einmal mit Buddy in Miami, das war wahnsinnig gut und ich habe irgendwo anders mir mal fast einen Knöchel gebrochen, weil ich so da in diesen Gängen rumgerannt bin, dass ich mich mehrfach auf die Fresse gelegt habe, was halt echt spaßig war. Das war, ach, zu Giga-Zeiten war das noch, das war in Holland, da kann man ja dann, da kann man Lasertag spielen. Mhm. Das, aber jetzt kommen wir ja zu der Geschichte zurück, wir haben uns schon im Bus gefragt, unklimatisierten Bus haben wir uns gefragt, wie kommen wir, darf hier das denn überhaupt gespielt werden? Wie machen wir das jetzt? Das war die Geschichte. Wir dachten, wir gehen in den Raum irgendwo bei der GC dort rein, machen das für eine halbe Stunde und dann hat sich die Sache, haben wir was Nettes aufgenommen für die Sendung, was wir verbauen können. Als erstes. Das wäre ein schönes Beef geworden. Das wäre echt ein schönes Beef geworden, dass wir das dann nochmal abfeiern können. Wir stehen dann draußen, dann empfangen uns dort ein paar Leute, die sagen, der Bus steht schon bereit. Denke erstmal, okay, der Bus, wie müssen wir irgendwo hinfahren? Ja, wir müssen da ungefähr ein Stündchen raus in der Nähe von Düsseldorf, dann wird dort das sein und ihr seid irgendwann um 24 Uhr dann ungefähr exakt durch. Das, wann waren wir um 8 oder so? 7, 8? Nee, so 18, 19 Uhr waren wir draußen. Echt schon? Ich meine, da muss man sich, dann erzählen die dir, ja, ihr seid um 12 wieder hier und ich meine, man will ja auch irgendwie, es sind ja Branchenpartys, sind generell wichtige Events, wo man gerne hingeht, wo man auch Leute trifft, mit denen man dann wiederum später arbeiten kann. Mhm. Also völlig unsinnig, da 5 Stunden irgendwie zu verschwenden für eine einmal ballern eigentlich. Eben für etwas, wo wir dachten, wir machen das kurz und so weiter. Wir haben da mit den Leutchen dort gequatscht und die haben unser Dilemma anscheinend verstanden und meinten, ja, okay, ihr kommt kurz mit, ihr macht eine Runde Lasertag und dann fahrt ihr wieder zurück. Kommt, lasst euch das erstmal schon mal auf der Zunge zergehen. Ihr kommt kurz mit, machen dann eine Runde Lasertag und dann könnt ihr gehen. Okay, und dann setzen wir uns in diesen unklimatisierten Bus dort an. Das war der Tag, wo wir gerade wirklich echt 36 Grad... Es war 36 Grad und dieser Bus war unklimatisiert und es war so widerlich. Eben, und dann fahren wir erstmal wirklich eine halbe, dreiviertel Stunde nach Düsseldorf aus von Köln irgendwo, landen dort dann... Ja, wie soll man es zusammenfassen? Das war so eine schäbige... Ja. Der Gunnar kommt gerade rein und macht extrem schlechte pantomimische Bewegungen. Ja. Was willst du denn, Gunnar? Ja, ich weiß, wir drehen gleich für die Sendung. Ich weiß, ich komme sofort. Ja, gib mir noch... Wir sind am Ende. Raus jetzt. Wir sind 5 Minuten, kommen wir. Okay, gib uns 2, 3 Minuten. Gunnar ist der Beste. Echt, weißt du, der Gunnar, der kommt auch mal rein und sagt, jetzt müsst ihr aber aufhören. Eben, ne? Warum haben wir Gunnar? Gunnar war ja schuld! Ja, echt. Komm mal her, Gunnar. Jetzt traut er sich wieder nicht rein. Nee. Das ist ein Witz, weil das haben wir ja ganz vergessen. Hier, ja. Lasertag. Ne? Sag, komm noch mal her. Du hast es organisiert. Was hast du dir dabei gedacht beim Lasertag? War geil. Da war gar nichts geil. Ich hab sehr gelacht auf jeden Fall. Ja, gelacht. Naja, er hat das Beste gemeint, aber es war völlig... Um zusammenzufassen, wir kommen dort an. Dort ist irgendwie eine... Setz dich kurz hier mal dazu und hört sich die Geschichte an. Es kommt eine heruntergekommene alte Bude mit einem... Eine alte Kaschemme, möchte ich fast sagen. Ja, irgendwo nach draußen, wo unten irgendwelche Tai-Chi-Lehrer dort sind und oben... Ich weiß nicht, ein Sonnenstudio. Ja, links war irgendwie so ein Tai-Chi-Lehrer irgendwie mit seinen Teams und rechts war dann irgendwie eine Kartbahn und so ein Team von Leuten, die lautstark diskutiert haben, wie sie jetzt gleich hier fahren werden und sich auch nicht davon haben abhalten lassen, dass auf unserer Seite jemand uns irgendwie wohl was erklären wollte und der kam gar nicht dazu, weil man hat kaum was verstanden. Aber jetzt kommst du, weil das war ja schon die Frechheit an sich. Wir kommen dann rein in diesen Raum und auf einmal sehen wir dort, da sind auf einmal Werbeartikel aufgebaut. Und ganz viele, alle von einer Firma. Alle von einer Firma, die wir dann mittlerweile auch vergessen haben, wie die heißt, aber das ist auch irrelevant, weil... Danke. Wir wollten es eigentlich nicht sagen, aber ein bisschen haben sie es auch verdient. Ja, ein bisschen. Aber letzten Endes, das ist so, wie du dich dann... Na, ich habe mich so gefühlt wie diese alte Oma. Ja. Na? Du bist so eine alte Oma und dir wird dann versprochen, ja, komm mal auf diese Fahrt. Komm, es gibt Essen und Gewinne, genau. 80.000 Euro. Eben. Und dann kommst du rein und du merkst, scheiße, hier werden mir Heizdecken verkauft für 3 Stunden. Ja, und du kannst dich entweder damit zufrieden geben oder du kannst halt anfangen, richtig Amok zu laufen und zu sagen, ey Jungs, ich knall euch alle ab oder so. Eben. Und die fingen da wirklich an, das muss man sich vorstellen. Wir haben im Vorfeld, das war ja auch nicht sehr professionell betrieben, die haben sich am Anfang schon, die haben eine PowerPoint-Präso gezeigt und haben am Anfang so das organisiert und dann hat man schon gesehen, ey, die haben da 30 Folien. Und dann redet der bei der ersten Folie 20 Minuten über eine Maus
Und dann, ja, und jetzt kommen wir zu Seite 2 und du weißt, Alter, da sind noch 30 Seiten. Das ist eine Situation, du kannst dich gar nicht, ich habe dann für euch alle Bier geholt und dann meinten die an der Theke, ja, brauchst du nicht bezahlen, ist hier vom Event bezahlt. Ich so, nee, ich will mit dem Event nichts zu tun haben, ich will das bar bezahlen. Ich will das jetzt bezahlen. Ich möchte nichts damit zu tun haben, weil ich nicht wollte, dass ich denen irgendwas schuldig bin. Naja, 5 Minuten später bin ich dann gegangen. Ja. Und hab diesen Raum einfach verlassen, weil ich hätte sonst, ich wäre ausgerastet. Und hast mich angerufen. Und ich habe Gunnar angerufen und zur Sau gemacht, ja, weil das echt scheiße war. Die fahren dich an den Arsch der Welt und zeigen dir dann, ich meine, als ob wir das benutzen würden. Das hätten wir denen, hätten die es vorher gesagt, hätten wir gesagt, ey Leute, sorry, wir sind da echt die Falschen. Wir werden nichts über eure Maus machen, also egal wie lange ihr uns da voll labert. Und dann saßen wir echt da und kamen da nicht mehr weg. Und hier die super SMS von Uke habe ich mir gespeichert. Die SMS von Uke, die damals ankam. Ich weiß ja gar nicht, was ist. Ich habe sie extra gespeichert. Ich sage, du wirst büßen. Gregor sagt, du wirst sterben. Die Butterfahrt ins Grauen. Macht euch fertig, uns hier rauszuholen. Bring Schnaps mit. Das ist wirklich die original authentische SMS. Muss ich auf jeden Fall speichern. Ich glaube, mehr brauchen wir dazu nicht zu sagen, weil wir haben uns das einige Zeit lang angeguckt und sind einfach vor dem Lasertag dann gegangen, weil es ging nicht anders. Ja, ich weiß auch nicht, ob da Laser. Ich habe einen der Typen getroffen, die da geblieben sind, und er meinte nur, ey, ich habe euch beneidet, dass ihr gegangen seid, weil das wurde auch nicht besser. Also war es wohl offensichtlich einfach Dreck. Also wirklich, ey. Deshalb, wir wollen... Dass uns auch sowas passiert, wir tun doch immer so professionell. Eben. Und da deshalb, haben wir uns mal richtig reinlegen lassen. Deshalb nutzen wir die Gelegenheit und sagen, danke, lieber Gunnar. Ja, danke, Gunnar. Gerne. Immer wieder. Danke, lieber Gunnar. Das sollte es sein zum Abschluss des Podcasts. Ich komme gleich nochmal zurück und sag alleine noch was zur Zukunft des Podcasts, aber ich würde mich an dieser Stelle mal vom... Zwei der Stunden Gunnar wahrscheinlich. Der Gregor schleicht sich hier noch rein. Weißt zwei du, Stunden macht, lang. Macht noch einen weiteren Podcast. Ich sehe es kommen. Was kann man denn noch zu Final Fantasy sagen? Ja, ich habe hier auch noch... Der Simon ist jetzt weg. Ja, und jetzt können wir... Warte mal, die liegt... Ich habe hier noch 30 Folien. 30 Folien, genau. Über eine Maus. Na gut, ich bedanke mich beim Simon. Ich bedanke mich nicht beim Gunnar. Ja. Nee, dafür nicht. Ja, und ich muss jetzt weg und ich bedanke mich bei Budi, dass er zwei Stunden da war. Ganz schnell. Genau. Ja. Tschüss. Hören wir auf. Okay, bis also gleich. Ich bin Gregor. Tschüss. Ich bin auch. Nein, Gregor. Erstmal eine kleine Pause. Bis gleich. Tja, jetzt sind Simon und der Gunnar und alle anderen auch weg und ich bin ganz alleine hier, ganz allein gelassen. Am Freitagnachmittag werden wir das aufnehmen. Eigentlich hätten wir ja vorhin rausgehen können, aber ich will das, was ich am Anfang des ersten Podcasts noch angekündigt habe, hier kurz mal anmerken. Wie ich schon gesagt habe, das wird insofern das letzte Special in der Form sein, was wir podcastmäßig gemacht haben. In der Form, weil es einfach bis zu diesem Zeitpunkt eben noch Specials waren, wo wir uns in unserer freien Zeit hingesetzt haben und die mal nebenbei gemacht haben, so wie jetzt ist. Aber natürlich, jetzt geht unsere große TV-Zeit wieder los oder ist losgegangen in den letzten Wochen. Und da sind wir natürlich nicht mehr so frei, so etwas einfach nebenbei produzieren zu können. Aber das Positive ist ja, dass in hoffentlich sehr bald absehbarer Zeit, ich hoffe in den nächsten Wochen, dann der Podcast offiziell startet, unter dem Namen, wie schon gesagt, der Game One Plauschangriff. Danke nochmal für die ganzen Logos, die ihr mir eingeschickt habt über den Logo-Contest. Ich habe mich sehr darüber gefreut und ich habe auch schon einige Sachen im Auge. Ich werde das jetzt in den nächsten Tagen nochmal vorbereiten und dann entsprechend den Gewinner auswählen und die Leute anschreiben, mich mit denen unterhalten und so weiter. Also danke nochmal. Das wird alles dann dementsprechend vorbereitet werden mit dem Logo, mit iTunes und so weiter, dass dann die Podcasts auch direkt über iTunes erscheinen, dass ihr es dann anhören könnt. Was, wie gesagt, was Besetzung, was Frequenz, was Ausstrahlungsdatum und so weiter, also das Datum, wo wir es online stellen, angeht, da werde ich mich nochmal in Ruhe dazu auslassen. Da bin ich momentan eben noch in der Findungsphase. Es wird hoffentlich dann in den nächsten 2-3 Wochen passieren, dass dort die erste offizielle Ausgabe des Plauschangriffs dann funktioniert. Und Details folgen dann, wie gesagt, dazu. Es wird wahrscheinlich in einem Format sein, dass wir ein klein aktuelleres Format dann haben, wo wir dann über aktuelle Spiele, aktuelle Sachen reden, eigene Rubriken haben. Eventuell, wenn ich dann mal gucke, dass ich es dann technisch gebacken bekomme, dass ich noch eine E-Mail-Adresse und einen Skype-Kanal habe, wo ihr uns vorher dann Anrufe speichern könnt oder Texte schicken könnt, die wir dann dementsprechend hier einbauen. Muss ich alles noch checken, wie das dementsprechend passt. Aber da ist auf jeden Fall schon einiges in Planung, dass dann dementsprechend kommen wird. Wie gesagt, zwischendurch werden auch wieder immer mal wieder solche Specials wie hier sein, wenn es mal ein Messe-Special ist, wie hier bei der Gamescom, was ihr gerade gehört habt, oder das E3-Special oder eben die Retro-Geschichten, die wir dann gemacht haben, oder auch ein Kopfkino-Podcast, das wird dann immer wieder mal reingeschmissen, aber wir werden dann regelmäßig eben diese Podcast mit aktuellem Bezug haben. Und das wollte ich jetzt hier nochmal gesagt haben, dementsprechend also danke, dass ihr unsere Specials so
oft kann man sagen, so oft heruntergeladen, so oft angehört habe, das Feedback, natürlich da auch sehr viel konstruktives Feedback. Ich weiß, wir haben da einige Sachen nicht so toll gemacht und ich entschuldige mich jetzt nochmal für den Ton im ersten Podcast, den zweiten, bis auf den Anfang, der ein bisschen vermurkst ist, kriege ich zum Glück besser hin, hoffe ich mal. Also danke für die konstruktive Kritik. Wir werden am Equipment hier auch noch entsprechend dann schrauben, dass wir alles einheitlich haben für den vernünftigen Podcast, dass es alles auch wirklich professioneller und gut abläuft. Der Zuspruch war auf jeden Fall für die alten Sachen sehr, sehr gut und sehr positiv. Also ihr habt es angenommen, dass wir uns hier hinsetzen und wirklich teilweise stundenlang über Spiele einfach quatschen. Also das, was wir jeden Tag sonst auch machen, nur dass wir jetzt einfach ein Mikro mit dazu halten und das dann dementsprechend verwenden. Und echt nochmal Applaus und echt vielen, vielen Dank, weil es ist echt eine Geschichte, die ich auch ganz gern mache, einfach weil ich dann dementsprechend Bock drauf hatte, dass das hier mal anläuft und dass wir einmal ein Outlet haben, wo wir auch länger über Spiele quatschen können, ohne dass wir unter Zeitdruck stehen. Und dementsprechend hoffe ich mal, dass dann, wenn der Podcast offiziell losgeht, dass das auch dementsprechend dann immer so weiter bleibt und dass wir auch gut am Ball bleiben können, trotz des Stresses mit TV-Produktion, mit GameOne.de-Produktion und so weiter, uns immer wieder zusammenfinden können, um euch dann dementsprechend was zu bieten. Also das wollte ich nochmal gesagt haben. Ich melde mich bald nochmal wieder mit entsprechenden Details und mit der Auflösung des Logo-Contest. Das war nochmal, ich bin der Gregor. Das war das letzte GameOne-Special in Sachen Podcast und wir sehen uns wieder, hoffentlich bald, zum allerersten GameOne-Plauschangriff. Bis dann. Yeah.